analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch, dem Podcast mit Rebecca, der Philosophin. Hallo. Und mit mir, Paul, dem Sprachwissenschaftler. Und wir reden über Wissenschaft, Popkultur und alles dazwischen, was uns interessiert. Und zunächst einmal, falls ihr die Folge so früh wie möglich hört, frohe Weihnachten können wir noch sagen, weil sie am 26. Dezember erscheint, also noch am zweiten Weihnachtstag. Ja, schöne, wie heißt es, Jahre dazwischen? Wie heißt die Zeit dazwischen? Da wünscht man, glaube ich, nichts, aber es ist die Zeit zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren, ach ja, stimmt. Genau, das wünschen wir euch auch. Es ist ja auch unsere letzte Folge für dieses Jahr und wir dachten, wir ziehen es konsequent durch und machen jeden Sonntag was, seit wir angefangen haben. Ja, verrückt. Ne? Bisher machen wir noch keine Pause. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Pause, aber ist noch nicht geplant. Ja, genau. Solange uns Themen einfallen und das Thema von heute ist vielleicht ein kleiner, so wie wir in der letzten Woche über sozusagen ein bisschen an ein altes Thema angeknüpft haben, nämlich hatten wir immer lügende Erwachsene beim Thema Weihnachtsmann erzählen und jetzt dann letzte Woche lügende Kinder, wenn sie Geschenke, unerfreuliche Geschenke bekommen, machen wir jetzt ein bisschen etwas wie, wir hatten ja schon eine Folge über Weisheit und was Weisheit eigentlich ist, beziehungsweise die sieben Fragen, die scheinbar Weisheit testen. Mhm. Und jetzt machen wir eine Folge über Dummheit. Ja. Ja, wie bist du denn da eigentlich darauf gekommen, Rebecca? Du hast das ja ausgegraben. Das ist eine sehr gute Idee. Frage. Oh, ich bin irgendwie offensichtlich, habe ich schon zweimal versprochen. Ich weiß nicht, ob ich heute so richtig fit bin. Lass mich kurz überlegen, wie bin ich darauf gekommen? Ah, okay, ich habe, ja. wir haben ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir ganz gerne den Podcast Very Bad Wizards hören. Das ist sozusagen unser Vorbild-Podcast. Das ist nämlich ein Philosoph und ein Psychologe, die sich über Studien und Forschung und so weiter unterhalten. Könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Und die haben ein Reddit-Forum. Also so ein Subreddit, wo einfach ZuhörerInnen manchmal einfach so Themenvorschläge machen oder Feedback geben und so. Und ich gucke da einfach manchmal rein, weil die da lustige, also die ZuhörerInnen des Podcasts machen da manchmal einfach witzige Memes oder so. Mhm. Und irgendjemand, und manchmal auch Vorschläge. Und dann dachte ich, wenn Very Bad Wizards diesen Vorschlag schon nicht annehmen, können wir ja den Vorschlag annehmen. Ja, dann holen wir die ganzen Fans aus den USA. Ne? Müssen nur noch Deutsch lernen. Ihr habt sie hier zuerst gehört, ne? Vielleicht kommt es noch bei Very Bad Wizards vor. Ja. Aber da hat jemand vorgeschlagen, ey, guck doch mal in diesen Text rein, der heißt The Basic Laws of Human Stupidity. Mhm. Also die Grundprinzipien von menschlicher Dummheit, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Und dann dachte ich, so hört sich interessant an, habe ich kurz reingeguckt und dachte, okay, warum nicht, ich schlage das mal vor. Es war halt auch zu dem Zeitpunkt, als wir gerade Weisheit gemacht haben. Mhm. Und dann dachte ich, es ist halt witzig, dass wir dann Dummheit machen. Und der Text sah auch witzig aus. So. Das ist keine Studie oder so, das ist einfach ein Text, ein Aufsatz von, können wir ja gleich nochmal drüber reden, was es genau ist. Ja. Und genau, da habe ich das vorgeschlagen. Das ist jetzt auch nicht super interessant, die Story wahrscheinlich, aber so bin ich da drauf gekommen, ist die ehrliche Antwort. Witzig, wusste ich gar nicht. Hab mich schon gefragt, wie du da drauf gestoßen bist. Ich habe da auch schon andere Themen gefunden, wo ich dachte, die könnten wir mal machen. Ah. Vielleicht werdet ihr das irgendwann nochmal hören. Ja, vielleicht sollten wir ein Forum öffnen, in dem uns Themenvorschläge gemacht werden. Aber ich glaube, wir haben noch keine so große Community. Die Leute können ja bei Instagram uns das einfach schicken. Ja, das stimmt. Oder per Mail. Schickt uns auch gerne Sachen per Mail. Wir erwähnen zwar Instagram, aber... Stimmt, Leute haben ja manchmal nicht Instagram, da können die uns total gerne eine Mail schreiben. Wir freuen uns immer. Also es ist eigentlich unsere Traumvorstellung, dass jemand uns einen Text schickt und wir den machen. Oder, oder ein Studio oder so. Weil auf jeden Fall. Wissen wir, das interessiert mindestens eine Person. Ja, ja. Jetzt wissen wir nicht, ob es mindestens eine Person interessiert. Genau, aber heute soll es um Dummheit gehen. Und wir können ja wir werden den Text besprechen, werden ein bisschen gucken, auch wieder hier, wie das mit Sprachgefühl ist. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich eigentlich gucken wollte, wieder wie im Duden und Merriam-Webster darüber redet. Habe ich natürlich nicht gemacht, kann ich aber jetzt gleich einfach mal nebenbei machen vielleicht. Stimmt. Oder wir machen kurz nochmal auf Pause oder so. Auf jeden Fall werden wir diesen Text besprechen und können ja auch so ein bisschen gucken, ob wir da irgendwie einen Zusammenhang zu dieser Weisheitssache machen können. Mhm, und halt, es ist ja auch ganz interessant, bei Weisheit haben die ja eben empirisch geguckt, was Leute unter Weisheit verstehen. Und bei diesem Text hat halt eine einzelne Person sich überlegt, was Dummheit ist. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch direkt vielleicht mit dem Text schon mal einsteigen, so ein bisschen mit dem Rahmen. Der Text ist halt erstmal schon alt, also ist von 1976 ursprünglich, von einem italienischen Wirtschaftswissenschaftler oder Ökonom, was ja vielleicht das Gleiche ist, aber ich sage lieber beides, weil in den meisten Texten stand eben Ökonom und ich weiß eben nicht, ob das in Italien vielleicht ein bisschen anders ist als hier mit Wirtschaftswissenschaften oder so. Mhm. Und Ökonomie ist dann ein Unterzweig davon sozusagen. Und Historiker habe ich mir noch aufgeschrieben. Ah, okay. Ich glaube, er ist ein bisschen beides. Okay, und der heißt eben Carlo Cipolla
Und genau, der Text heißt eben, er hat einen original italienischen Titel, da ich kein Italienisch kann, spreche ich es nicht aus, aber der lässt sich eben so übersetzen, wie du gesagt hast, eben Basic Laws of Human Stupidity, also Grundgesetze oder Grundregeln. Ja, ich Grundgesetz glaub, ist immer komisch im Deutschen, ja. Da halt wegen, ne, weil wir ein Grundgesetz haben. Ich habe auch erst die irgendwie sowas wie die basalen Gesetze der menschlichen Dummheit, könnte man sagen. Mhm. Aber ich habe gesehen, es gibt auch eine deutsche Übersetzung davon, den haben wir jetzt nicht gefunden, aber es gibt theoretisch den Text dazu irgendwo. Mhm. Und da heißt es die Prinzipien der menschlichen Dummheit. Das deshalb ist eine dachte gute, ich, übernehme gute Übersetzung, das weil das Prinzip wie ein bisschen wie, es gibt ja sowas wie Basic Laws, da denkt man eher an Naturwissenschaft, also Basic Laws of Physics, also die Grundprinzipien der Physik oder sowas. Mhm. Und dann hat man eher so, und ich finde, allein an diesem Titel sieht man dann schon, dass er ein bisschen ironisch ist oder dass das nicht ganz ernst gemeint ist, was da steht. Mhm. Aber erst, da haben wir dann drüber geredet, dass in der Recherche fand ich es dann lustig, dass im englischen Wikipedia-Artikel zu diesem Text nicht steht, dass er ironisch oder sarkastisch ist. Im Deutschen steht es aber sofort, dass der Autor auch mehrere solche ironische Texte oder Büchlein verfasst hat. Also es scheint so ein Ding von ihm zu sein, dass er ab und zu auch mal Dinge witzig schreibt oder witzig verpackt. Ja, finde ich ganz witzig. Beim deutschen Wikipedia-Artikel steht auch dabei, dass er halt also super viele seriöse Forschung gemacht hat, super viel so in-depth, also super ausführlich eben sich mit einem Forschungsthema beschäftigt hat. Und er wurde dann irgendwie zitiert mit sowas wie, boah, ich habe so viele Jahre damit verbracht, diese ganzen Bücher zu schreiben, die dann von 2 oder 3 Fachleuten gelesen werden. Und dann schreibe ich einmal in so einer durchzechten Nacht diesen Text hier und die ganze Welt redet darüber. Mhm. Und das finde ich ganz witzig, dass er das so gemacht hat. Und das zweite Witzige, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch bei irgendeinem dieser beiden Wikipedia-Artikel, die sich auch offensichtlich lohnen, mal zu lesen, die verlinken wir euch natürlich. Der heißt ja Carlo M. Wie hast du den Nachnamen ausgesprochen? Cipolla. Mhm. Okay. Und bei der Fußnote zu dem Namen steht, dass er eigentlich keinen zweiten Namen hat, sondern er hat da so ein M hingeschrieben für Middle Name. Zum einen, weil er nicht verwechselt wurde, werden wollte, was ist denn heute los mit mir, mit einem gleichnamigen Historiker. Mhm. Und der andere Grund ist, dass er das Gefühl hatte, so im angloamerikanischen Raum braucht man einen zweiten Namen, um rezipiert zu werden. Das finde ich irgendwie witzig, weil das ein bisschen was Wahres ist irgendwie dran. Ja, hast du nicht auch das Gefühl, dass ForscherInnen total oft so ihren zweiten Vornamen noch so auspacken? Ja. Also ich kenne auch Leute aus meinem Umfeld, die so mit mir akademisch groß geworden sind, ne? Also die sozusagen mit mir an die Uni waren, die auch voll oft gesagt haben, ja, ich habe einen zweiten Vornamen, ich habe voll oft überlegt, ob ich den dann mit Kürzel sozusagen in Texte oder Aufsätze mit hineinnehme. Aber keiner hat es gemacht, weil ich glaube, hätte eine oder zwei Personen diesen Trend gestartet, hätten es andere auch gemacht. Aber keiner hat sich getraut, weil es so ein bisschen, glaube ich, wie nennt man das? Ja, vielleicht aufgesetzt. Also es gibt ja Leute, die benutzen auch ihren zweiten Vornamen, ne? Gibt's ja. Ja, aber wenn du ihn halt nicht benutzt, dann ist es halt merkwürdig, den plötzlich auszupacken. Aber ich muss wirklich sagen, ich schreibe ja gerade meine Doktorarbeit und muss da ständig Literaturangaben machen. Und ich würde wirklich behaupten, 80-90% haben mindestens einen abgekürzten Buchstaben. Mhm, manchmal ist es auch schwer rauszufinden, für was das steht. Also manchmal findet man das nicht mal. Das ist total witzig. Genau, ich habe leider keinen zweiten Vornamen. Also ich weiß nicht, ob ich jemals in der Wissenschaft packen kann, ehrlicherweise. Ja. Vielleicht, aber ich könnte ja den Cipolla-Trick machen. Ich könnte mir auch so einen Buchstaben aussuchen. So. Mhm. Z fände ich zum Beispiel gut, weil dann würden sich alle Leute fragen, wofür steht das Z? Mhm. Und ich so, Rebecca Z, so und so. Mhm. Das wäre doch, oder? Stimmt. Schreibt mir gerne, was ihr für einen guten zweiten Namen haltet. Also oder so, ob ihr einen guten zweiten Vornamen habt, auf den ihr stolz seid. Oder so. Okay, ich dachte, ich wollte ein paar Tipps für mich abstauben, was gut zu meinem Vornamen passt. Aber das okay. Gerne, ja. Ja. Genau, und das ist wirklich, wir verlinken euch den Text mal, der ist sehr kurz. Man findet den nicht als PDF, sondern das ist so eine Internetseite, auch so ganz schlecht aus irgendeinem Jahr. Aber man sieht, das ist einfach keine neuere Internetseite. Das ist so in so einer Time Machine Website, die das so zurückblickt und da ist es halt so ein bisschen, hat das irgendjemand mal publiziert. Ich glaube, das ist irgendwie mit den, das habe ich so auch am Rande bei Wikipedia gelesen, mit dem NachlassverwalterInnen von diesem Typen, weil der, also kann man ja sagen, der lebt jetzt nicht mehr. Mhm. Aber es ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und ich glaube, damit ist vielleicht irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß, es ist ja auch völlig egal. Ja. Auf jeden Fall, das ist sehr kurz. Und das ist auch die Version, die wir genutzt haben, die ist auch illustriert. Also man findet da zwischendurch so Grafiken. Das finde ich auch ganz witzig. Wie so Comics. Die sind nicht von ihm gezeichnet, sondern von jemand anders. Der ist ja auch erwähnt worden. Aber es ist ganz ungewöhnlich, auf jeden Fall. Ja. Ich habe nie gelesen, so einen Text. Ja, und wenn man ihn liest, finde ich, wird ja auch ganz klar. Das wundert mich auch, dass es in den englischen Wikipedia-Artikeln nicht steht. Weil ich glaube, wenn man den liest, merkt man sofort, dass er halt so
bewusst mit diesem seriösen Ton einer Studie spielt, aber in Wirklichkeit eher so alltägliche Beobachtungen überpräzise beschreibt. Ja, aber auch so mit so einem typischen wirtschaftswissenschaftlichen Vokabular. Ja, und es gibt dann auch so einen Graphen und so. Das ist ja genau, dieses, es gibt Graphen und so griechische Buchstaben. Ja, es ist einfach es ist sehr witzig. Ja, also man kann es empfehlen. Ich finde es ganz interessant, weil wir haben ja im Vorgespräch, wir sagen ja total auch, wir haben im Vorgespräch das und das gesagt. Mhm. Ich sag das vielleicht einfach mal kurz so als Side Note, was wir mit Vorgespräch meinen, damit die Leute nicht denken, wir reden vorher schon ernsthaft über den Text und sagen so, das sag ich dann sagst du das oder so. Sondern in der Regel ist es so, das minimale Vorgespräch, was in den meisten Fällen der Fall ist, ist, jemand von uns schlägt was vor, meistens ich, weil ich einfach, das so ein bisschen meine Aufgabe ist. Paul macht zum Beispiel das Schneiden. Und ich sag dann zu Paul, guck doch mal rein. Ist das okay? Und dann ist das Vorgespräch, findest du, das ist okay? Können wir das so, können wir darüber eine Folge machen? Meinst du, es macht Sinn, darüber eine Folge zu machen? Und dann sagst du so, ja. Und dann war es das mit dem Vorgespräch. Mehr machen wir nicht. Das ist das Minimalste. Oder ich glaube, das Maximalste, was wir machen, ist, wenn es eher so eine Offenes ist, dass wir nicht uns an einem Text langhangeln, sondern an einem Thema, dann machen wir manchmal so Fragen aus, die so die Folge durchziehen oder so. Und manchmal kommt es halt vor, dass wir so das Gefühl haben, ich hatte bei dieser einen Stelle das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich darüber reden kann, können wir mal ganz kurz abmachen, ob wir über ein bestimmtes Beispiel reden, zum Beispiel. Das meinen wir mit Vorgespräch. Also wir machen das eigentlich nicht super ausführlich, würde ich sagen, weil wir uns auch ganz gut kennen. Oder ich sag sowas wie, den Abschnitt D habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, kannst du was dazu sagen? Dann sagst du im Optimalfall ja, oder du sagst, ich auch nicht, dann lassen wir es halt weg oder erwähnen kurz, dass wir es nicht gut verstanden haben. Genau, also das ist mit Vorgespräch gemeint, nur damit das nicht irgendwie komisch rüberkommt, als ob wir das so skripten würden, weil das machen wir tatsächlich. Das merkt man sicherlich, weil sonst werden wir es besser machen. Ja, genau. Was meistens bei uns halt passiert ist, wenn wir spontan doch ins Gespräch verfallen über diese Sache, dann sagt dann nach einem Satz spätestens einer von uns, lasst uns jetzt nicht zu viel darüber reden. Ja, sonst ist es stimmt, Podcast das kommt auch, weil wir ja sonst auch Zeit miteinander verbringen. Wenn wir ein Thema frühzeitig geplant haben, kommt es manchmal schon vor, dass wir so langsam so sliden in das Thema und so ein bisschen drüber reden. Wie fandst du eigentlich den Text? Und dann sagt Paul, wie in diesem Fall zum Beispiel, ich finde den gut, wir können den machen, aber ich sehe den auch problematisch. Das ist das, was du gesagt hast. Und dann wollte ich kurz so anzeigen und sagen, was findest du denn problematisch? Und da habe ich mich sofort unterbrochen, damit wir das jetzt regeln. Denn das hast du ja gesagt und ich gehe mal davon aus, ich weiß, was du genau meinst mit problematisch. Aber ich bin sehr gespannt. Ja. Ich gehe mal davon aus, das hat mit dieser Nature-Nurture-Geschichte zu tun, oder? Ja, zum Beispiel auch, aber auch mit anderen Sachen. Okay. Genau, also, wir können jetzt schon mal sagen, es gibt 5 Prinzipien der menschlichen Dummheit. Genau, in diesem Text zumindest. Nein, das ist jetzt hier auch, ich meine, dieser Mensch hat das mit jahrelanger Beobachtung und experimenteller Methodik überprüft. Ja. Schreibt er selber. Genau, das schreibt er so, und weil da überhaupt keine Fußnoten und Verweise sind, ist klar, dass es so nur anekdotische Evidenz ist. Witzig gemeint, genau. Genau. Aber ich finde es witzig, dass er das schreibt. es ist auch immer so übertrieben seriös geschrieben, dass man sofort denkt, okay, also wenn man sich mit wissenschaftlichen Texten auseinandersetzt, dann sofort, alles klar, es muss ironisch sein. Weil ich meine, auch der erste Satz ist sowas wie, das erste Gesetz besagt ohne Mehrdeutigkeit Doppelpunkt. Das ist halt witzig, weil das ist natürlich ein sehr mehrdeutiger Satz. Und was besagt denn das erste Gesetz, Rebecca? Ich guck mal, ob ich es mir gut übersetzt aufgeschrieben habe. Ich habe geschrieben, immer und unvermeidbar unterschätzen alle die Anzahl von dummen Individuen. Genau. Ja, ich hab mal versucht, das ein bisschen so ein bisschen so in meine Sprache zu übersetzen, und hab's im Prinzip so formuliert, es sind immer mehr dumme Menschen im Umlauf, als man glaubt. Und dieses im Umlauf, ne, weil er beschreibt es auch so süß, als ob es so eine Ware wäre, sozusagen. Ja. Also manchmal ist das so eine mathematische Größe, so wie wenn man vielleicht sowas sagt, wie die Anzahl der Pollen steigt im Sommer oder so. Ja, er macht ja auch so Prozentsachen dann so. Genau. Also, und dann sagt er halt, das klingt jetzt erstmal trivial, aber, und dann sagt er so 2 Sachen, nämlich das eine ist, dass wir das total oft die Erfahrung machen, dass wir denken, Leute wären eigentlich rational drauf und dann erkennen wir, oh nein, sie sind dumm. Was dumm genau bezeichnet, das kommt noch, ne? Aber das kommt erst in der dritten, glaube ich, im dritten Prinzip. Ja. Das heißt, vorher müssen wir einfach erstmal hinnehmen, okay, es gibt offensichtlich mehr dumme Leute, als wir denken. Genau. Einmal, weil wir oft Leute für rational oder für intelligent oder so halten, aber eigentlich sind sie dumm. Und das zweite ist, dass wir ständig
neue dumme Leute in ungünstigen Situationen treffen. Ja, genau. Also ne, ich habe auch mir so notiert, im normalen Leben tauchen oft plötzlich dumme Menschen auf. Ja, so, das finde ich total. Genau, aber so richtig so unvorhersehbar. Ja, also wir müssen eigentlich ständig damit rechnen, dass dumme Leute in unsere Wege kreuzen. Ja, ich finde das auch super witzig, weil ich habe das gelesen, mir vorgestellt, wie man so unbedarft durch die Stadt läuft, plötzlich springt jemand so aus dem Gulli und macht was Dummes. Ja. So. Genau, wir können jetzt schon mal als Seiten, wir sagen ja gleich, was dumm bedeutet, aber ihr dürft jetzt nicht sofort denken, dass das sowas mit kognitiven Fähigkeiten zu tun hat. Das ist damit nicht gemeint. Ja. Sondern es ist eher, wir kommen jetzt gleich noch dazu, aber es ist eher so diese Leute, über die man sich so aufregt. Diese Art von dumm, damit, das ist eher gemeint. Ja, ja, ich glaube, es ist doch gut, wenn wir es am Anfang nicht sofort sagen, was er damit meint, weil wir dann den Text ein bisschen durcheinander bringen. Ja. Der lebt auch ein bisschen von dieser Überraschung, dass man denkt, ja, irgendwie weiß ich, was er meint, aber was meint er denn genau? Ja. Und witzig finde ich eben, dass er dann sagt, und weil es eben unmöglich ist, eine bestimmte Ziffer zu sagen, wie viel Prozent oder welcher Anteil von Menschen zu dieser dummen Kategorie gehört, nennt er ihn nur den Anteil Sigma, also das Grieche, der griechische Buchstabe Sigma, der für S wahrscheinlich für Stupidity steht. Mhm. Also weil auch das italienische Wort für Dummheit ist auch mit S, also ist auch irgendwas mit Stupi. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich wusste auch gar nicht, in dem Text steht nur das Symbol und ich wusste gar nicht, was das für ein Symbol ist, weil ich mich mit diesem ganzen griechischen Alphabet nicht so gut auskenne. Also habe ich das kopiert und in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben, wo dann auch Sigma rauskam und da stand auch dabei, das ist das typische Zeichen für die Standardabweichung in der Statistik. Ja, das stimmt, aber das ist glaube ich nicht... Aber ich dachte, das wäre halt so witzig, dass ihr das... Das kann auch. Ich dachte, das wäre ein Witz, ehrlicherweise. Ja, ja. Aber wahrscheinlich hast du recht, das S steht für Stupidity, weil der später auch immer mit diesen Buchstaben kommt. Genau. Du hast total recht, ich habe es einfach nicht gecheckt. Ja. Macht mich das dumm? Vielleicht, aber nicht in dem Sinne von Cipolla. Ja, ja, also Sigma, falls das für mich immer so ist, ob eine 6 müde geworden wäre und ein bisschen nach vorne umkippt. Stimmt. Ja, oder so ein Faden, der so aufgerollt. Nee, obwohl, nee, doch nicht. Ja, nee. Oder ein O mit einer Nase an der Spitze. Ich weiß nicht genau. Also, es reicht ja. Ist ja eigentlich völlig egal. Genau. Genau, aber nochmal, um es zusammenzufassen: Das erste Gesetz ist also, es gibt mehr dumme Menschen, als man prinzipiell glauben vermag. Zweites Prinzip ist, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person dumm ist, ist unabhängig von anderen Charakteristika dieser Person. Ja, das heißt, egal, ob wir sie für intelligent halten oder für alt und weise, sie kann trotzdem was Dummes machen. Genau, ich habe jetzt ein Zitat aufgeschrieben von ihm. Mhm. It is my firm, damit man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie so dieser diese Wortwahl ist. It is my firm conviction, supported by years of observation and experimentation, that men are not equal, that some are stupid and others are not. Mhm. Also er sagt, das ist meine Überzeugung, die aus Jahren von Beobachtung und experimenteller Methodik entstanden sind, dass Menschen nicht gleich sind, dass es manche Menschen gibt, die dumm sind und andere, die nicht dumm sind. Und damit will er auch so ein bisschen, er sagt ja sowas wie, ich will jetzt auf keinen Fall, dass Leute denken, das wäre diskriminierend gemeint. Ich glaube nicht, dass Dummheit mit zum Beispiel Geschlecht zusammengeht oder mit Klasse oder mit Alter oder so, sondern das ist unabhängig davon. Deshalb ist das auch der Punkt. Es ist unabhängig von irgendwelchen Charakteristika. Genau, genau. Er stellt dann halt eben so wilde Hypothesen, auf die er als scharfsinnige Beobachtung tarnt sozusagen und sagt dann sowas wie, ja, ich arbeite ja viel an Universitäten und dann sehe ich immer, da gibt es was weiß ich, sozusagen die normale Belegschaft, die, was weiß ich, die Gebäude reinigt und das Essen verkauft und es gibt die Studierenden und es gibt die ProfessorInnen und in dieser Gruppe jeweils, wenn man schaut, gibt es immer einen bestimmten Anteil Sigma. Das sind dann eben die Stupid People sozusagen. Ja. Und er sagt, und dann habe ich gedacht, schaue ich mir mal eine ganz besondere Gruppe an. Und dann hat er gesagt, so Überraschung, sogar unter den NobelpreisträgerInnen gibt es auch einen Anteil von dummen Leuten. So. Ich finde es gut, wenn er die ganzen NobelpreisträgerInnen so in sein Büro einlädt, um so eine Studie mit ihnen durchzuführen, die Dummheitsstudie, die es natürlich nicht gibt. Ich meine, spätestens da sollte man merken, ich glaube, es ist keine echte Studie, die er hier zitiert. Genau, aber er sagt genau, in jeder Gruppe, die man sich vorstellen kann, gibt es ungefähr den gleichen Prozentanteil von dummen Leuten. Ja, es gibt auch eine witzige Stelle, finde ich, wo er halt sagt, auch in Bezug auf das, was du gesagt hast, mit Geschlecht, dass zum Beispiel sagt, ich wette, in der Frauenbewegung gibt es auch dumme Personen. Und sie fänden das gut, dass ich das sage. Ja, genau. Also, weil es halt immer der gleiche Prozentsatz ist. Ja. Genau, also er sagt, dumm muss man sich eigentlich wie so eine Blutgruppe vorstellen. Entweder man hat halt A-negativ oder man hat halt nicht A-negativ. Entweder man ist dumm oder man ist nicht dumm. Mhm. Damit sagt er auch,
dass das von der Natur so, also dass es angeboren ist, dass man dumm geboren ist sozusagen. Das hat nichts mit Kultur oder Erziehung zu tun. Und ich dachte, das wäre der Punkt, den du problematisch hast. Ja, genau. Also in Bezug auf bestimmte Schlussfolgerungen, die auch daraus zieht. Aber ich meine, es ist natürlich in diesem Ironiemodus verpackt, ne, weil er es wirklich sehr aufwendig sagt, sowas wie, ich weiß, dass es ja gerade aktuell eher so ist, dass man eben Sachen immer auf die Umwelt und Erziehung bezieht und nicht auf das Angeborene, und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte hier explizit dagegen sagen, dass es auf jeden Fall angeboren ist. Weil ich meine, wenn man seine Theorie, ich mache jetzt Gänsefüßchen sozusagen, ernst nimmt, dass es immer diesen Anteil Sigma gibt, dann sagt er eben auch bei der Hegel 2, ne, Dummheit ist unabhängig von der Eigenschaft einer Person, sagt er eben auch, es muss immer einen natürlichen Anteil an Dummheit geben, sozusagen. Und das hat die Natur halt so eingerichtet. Ja, ja. Und deswegen er nennt muss es sogar die Kraft der Natur und die Power of Nature. Ja, genau. Ja. Ja. Ist halt die Frage, ob er das überhaupt braucht. Also braucht er dieses, dass es angeboren ist, Ding überhaupt? Also ich glaube sozusagen, wenn ich den Text jetzt maximal positiv deute, habe ich das Gefühl, das ist halt wirklich diese überzogene Ironie. Weil ich glaube, es ist natürlich so ein bisschen ein Spiel mit diesem Kulturpessimismus, den es halt gibt oder vielleicht auch zu seiner Zeit gab oder so oder immer noch gibt. Und im Prinzip könnte man ja sagen so, okay, wenn es wirklich von, also diese Beobachtungen, wenn man jetzt Beobachtung 1 und 2, diesen zwei Gesetzen zustimmt, die er so sagt, intuitiv, dann finde ich, die können ja gar nicht, also die sind ja eigentlich absurd, sozusagen. Und ich glaube, diese Übertriebenheit dieser Behauptungen markiert er halt total stark, indem er sagt, nee, es muss ja von Natur aus so sein. Weil ich kann mir total gut Leute vorstellen, die so eine Haltung haben, dass sie sagen, so ein bisschen wie wir in der Folge über Jerks darüber geredet haben, die so sagen, alle anderen sind doof, nur ich nicht, sozusagen. Hm. Und wenn man diese Haltung hat, dann muss man ja, wenn man sagt, ich bin toll, aber der Rest ist doof, dann ist ja immer eine Mehrheit doof, ja? Ja. Und dann könnte man ja im Prinzip sagen, wenn man diese Haltung nimmt, ist ja die einzige plausible Erklärung, dass die Leute es von Natur aus sind. Weil wir aber alle wissen, dass die Natur nicht alles entscheidet, sozusagen, kann man das nicht ernst nehmen. Also ich glaube, das ist einfach eine super, stilistische Übertreibung von ihm. Weil er es markiert ja auch so explizit halt. Aber es hat immer einen schlechten Beigeschmack, wenn man sagt, ist von Natur aus so, weil dann fragst du dich sofort, ja warum, wie kommt das denn genau, ist das dann vererbt, was für merkwürdige Rückschlüsse werden wir da hoffentlich nicht draus ziehen. Ne? Ja, der Text ist ja auch dann, wenn man ihn ernst nimmt, wenn man versucht ernst zu nehmen, ist er ja völlig inkonsequent, weil er dann, wenn wir jetzt zu drittens kommen und zu diesem, was er unter Dummheit versteht, dann merkt man halt, dass es eigentlich eher um Verhalten geht und nicht um das, um sowas wie individuelle Eigenschaften von Menschen. Es geht um Verhalten, aber er sagt ja die ganze Zeit, dass wenn man die Leute einteilt in diesen in diese vier Gruppen von Menschen und nicht das Verhalten, sondern die Leute. Das wiederum. Ja, das betont er ja immer wieder, aber er betont es genauso übertrieben, wie er am Anfang betont, es geht auf jeden Fall um natürliche Gegebenheiten. Und ich glaube, das kann er nicht ernst meinen. Also wir sind uns ja einig, dass er diesen Text nicht ernst meint. Aber die Frage ist halt, ob das so ein schlauer Move ist mit dieser Natursache. Weil das kann man ja nicht messen. Also wenn es kein ernst gemeinter Text ist, also in einem ernst gemeinten Text wäre es natürlich kein schlauer Move, aber weil er nicht ernst gemeint ist, kann man ja nicht sagen, es ist kein guter Move. Für einen ironischen Text ist es ein guter Move, weil er halt eine Übertreibung macht. Wir können vielleicht am Ende noch mal drüber reden. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachgucken. Lass mal drüber reden, was Dummheit ausmacht. Ja, genau. Also dann kommt jetzt sozusagen, da merkt man am ehesten sozusagen sein wirtschaftswissenschaftliches Erbe. Er macht im Prinzip so eine Nutzen-Schaden-Rechnung auf oder Kosten-Nutzen-Rechnung, könnte man sagen. Gewinn-Verlust, genau. Ja, genau, Gewinn-Verlust. Und sagt im Prinzip, dass die dritte Regel ist im Prinzip, dass eine dumme Person, so definiert er es dann ja im Prinzip, sagt, verursacht Schäden oder Verluste bei anderen Individuen oder bei anderen Gruppen. Und sie verursacht keinen Gewinn für sich selbst dabei, eventuell sogar auch einen Verlust. Ja, und deswegen ist das eine dumme Person. Genau. Ja. Und wenn ihr jetzt fragt, okay, was ist, wenn die Person dann vielleicht nur bei mir einen Verlust verursacht, aber bei sich selber, da hat er auch sozusagen, jetzt müsst ihr euch ein Koordinatenkreuz vorstellen. Ja. Und dann gibt es sozusagen auf der X-Achse geht es um die eigenen Verluste für die Person, die handelt. Und die sind sozusagen auf der linken Seite negativ, sozusagen, also man verliert was, und auf der rechten Seite positiv, man gewinnt was. Und dann auf der Y-Achse, sozusagen von oben nach unten geht,
gibt es den Gewinn für die anderen. Und der ist nach oben sozusagen positiv und nach unten negativ. Und jetzt wäre die dumme Person, wäre unten links, weil das ist die Person, die eigene Verluste macht und andere Verluste verursacht im schlimmsten Fall. Mhm. Ja? Also sie muss nicht unbedingt eigene Verluste machen. Es reicht, wenn sie sozusagen bei anderen Verluste verursacht und selber nichts gewinnt. Dann gilt sie nach Cipolla schon als dumm. Ja. Aber wenn ihr euch jetzt jemanden vorstellt, der sagt, ich klau dir was, so ich nehme dir 100 Euro weg und habe selber jetzt 100 Euro mehr, das ist eben auf der rechten Seite jemand, der bei sich selber einen Gewinn verursacht, bei jemand anderem einen Verlust, und das nennt er einfach dann Banditen oder Bandits. Ja. Und sagt, der optimale Bandit ist genau der, der sozusagen 100 Euro klaut und bei sich 100 Euro hat. Der perfekte Bandit nennt er das. Genau, finde ich auch. Also sozusagen, die sozusagen mit perfekter Rationalität sagt, ich hole das Maximum raus sozusagen. Ja, ich klaue jemandem was und habe... Ja, es ist ja eigentlich dieses Verlust und Gewinn ist genau in der Waagschale. Ja, also ich nehme dir genauso viel weg, wie ich gewinne. Und dann sagt er, es gibt aber auch sowas wie dumme BanditInnen. Die sind immer noch in den BanditInnen-Quadranten rechts unten. Aber die bewegen sich so. Aber die sind ein bisschen näher bei den dummen Leuten. Weil das sind zum Beispiel so Leute, die, wenn ich dich jetzt zum Beispiel umbringe, um mit deiner Mutter ein schönes Wochenende zu verbringen, dann ist halt der Verlust, den du hast, nämlich dein Leben zu verlieren, so viel höher als das schöne Wochenende, das ich mit deiner Mutter verbringe. Mhm. Und es wäre dann halt ein dummer BanditIn. Ja, ja. Also nicht wegen dem Wochenende mit der Mutter, das hört sich jetzt so komisch an, als ob was Negatives wäre. Ja, aber sein Beispiel ist ja auch mit dem Geld einfach, ne? Dass er zum Beispiel sowas sagt, wie jemandem 100 Euro einfach so heimlich wegnehmen ist. Nee, er nimmt genau das Beispiel, was ich gemacht habe, nur mit deiner Partnerin und aufweichen. Lass mich doch kurz das sagen, sorry, sonst verwirrt das die Leute, glaube ich, total. Also er sagt, perfekte BanditInnen nehmen dir 100 Euro weg und nehmen sich die 100 Euro selber. Da ist Verlust und Gewinn genau... Also auf Null sozusagen. Ja, das, was du verlierst und das, was du gewinnst, das gibt sich die Waagschale. Aber wenn ich dir so viel mehr nehme, als ich davon gewinne, dann bin ich ein dummer Banditin. Zum Beispiel, wenn ich dich töte und um dafür nur zum Beispiel ein Wochenende mit deiner Partnerin oder deiner Mutter oder wem auch immer rauszuschlagen. Mhm. Weil dann ist der Gewinn ja viel kleiner als dein Verlust. Ja. Deshalb ist das kein perfekter Bandit. Keine perfekte Banditin. Ja. Ja, ja. Genau, und jetzt haben wir quasi die untere Hälfte abgearbeitet, die dummen Menschen und die Banditen. Und jetzt, wenn wir nach oben gehen, von den Banditen ausgehend, haben wir ja Leute, die sowohl für sich Gewinn produzieren als auch für andere. Und das nennt er dann die intelligenten Menschen sozusagen, die es hinkriegen, sozusagen für alle positive Effekte zu erzielen. Und jetzt fehlt ja nur noch Leute, die für sich selber negative Effekte, aber für andere Gewinne erzielen. Und die nennt er naiv oder hilflos. Und das ist so helpless auf Englisch, glaube ich, ne? Genau. Und naive oder hilflose Menschen können sozusagen nichts dafür, und weil sie eben, was weiß ich, eben hilflos und naiv sind, verlieren sie was, aber eine Mehrheit von Leuten gewinnt dadurch halt sozusagen, ja. Ja. Genau. Genau, also er sagt im Grunde, alle Menschen lassen sich in eine von vier Kategorien einordnen. Und er sagt, natürlich ist es so, dass man vielleicht in manchen Situationen mal hilflos ist, aber in sehr vielen anderen Situationen intelligent, dann fällt man schon eher in die intelligente Sparte. Mhm. Also es ist nicht so, dass man sich immer so verhalten muss, außer bei den dummen Leuten, das ist schon so, wie er sagt. Mhm. Das ist ja auch wieder seine Übertreibung. Aber in allen drei anderen Kategorien ist es so, dass man vielleicht manchmal rausfällt, aber dass, wenn man sich so das große Ganze anguckt, dann ist man schon mit einer größeren Wahrscheinlichkeit in einer dieser Quadranten. Mhm. Während, wenn man dumm ist, ist man eigentlich immer in diesem Quadranten. Ja, genau. Verstanden. Ja, ja, ja. Genau. Und was er halt, finde ich, ganz witzig dann macht, ist, dass er dann im Prinzip sagt, und das beweise ich euch jetzt, denkt mal drüber nach, welche Verhaltensweisen so, er geht ja dann jede dieser Verhaltensweisen durch und sagt, jeder von uns kann sich doch bestimmt daran erinnern, dass ihm schon mal jemand begegnet ist, der sozusagen für sich selber und für dich sozusagen einen Gewinn produziert hat. Deswegen wissen wir, es gibt intelligente Menschen und so weiter. Das macht er dann noch mit den Banditen, mit den Hilflosen, und bei den Dummen sagt er dann wieder sozusagen, aber am meisten erinnern wir uns doch an diese dummen Leute, und das spricht ja wieder dafür, dass dieser Anteil Sigma größer ist, also dass die erste Regel, es sind mehr dumme Menschen im Umlauf, als man glaubt sozusagen, gelten muss, weil wir erinnern uns ja vor allem an die dummen Leute. Und ich bin mir sicher, dass er halt als Wirtschaftswissenschaftler da in diesen Theorien spielen ja diese Biases, also diese irrationalen Vorannahmen, die man so hat, eine bestimmte Rolle. Es gibt ja den sogenannten Confirmation Bias, also wo ich nur die Dinge in meine wahrnehme oder in meine Wahrnehmung rücke, die auch mein Weltbild bestätigen. Also angenommen, ich habe das Weltbild, dass Studierende dumm und faul sind oder sowas, dann laufe ich durch die Welt, und wenn ich irgendwie Studierende sehe, die den ganzen Tag in der Bibliothek sitzen und lernen, dann
nehme ich das halt sozusagen nicht wahr oder blende das aus. Aber so, wenn ich dann einen sehe, der irgendwas Blödes macht, so, was weiß ich. Minecraft spielen. Ja, genau. Jemand, der irgendwie gerade die ganze Zeit Computer spielt oder so. Nichts gegen Minecraft. Wieso ist das denn was Blödes? Nee, aber kennst du nicht? Es gibt da immer diese eine Person im Vorlesungssaal, die Minecraft spielt. Ah, genau. Also ja, genau. Das gibt es immer. Tut mir leid. Ja, genau. Und dann gibt es genau irgendwen, der sowas macht, sagt man, siehst du, die sind alle doof. Ja, oder genau. Sowas. Aber es ist dann diese eine Person von 200. Ja, genau, genau. So. Und das ist der Confirmation Bias. Und was er spielt natürlich mit dem Confirmation Bias, weil ich, und das kann ich auch ein bisschen linguistisch, ist ja im Prinzip so, man redet ja über Ausnahmefälle, man kommuniziert ja, wenn ich in die Stadt gehe und wenn ich einkaufen war und zurückkomme und nichts erzähle, dann werden die Leute, für die ich eingekauft habe, mich ja typischerweise nicht fragen, so, hey Mensch, wie war es denn beim Einkaufen? Ich, ja, mein Gott, ja, die Leute an der Kasse haben wieder normal abgerechnet und Getränkemarkt ist auch alles gut gelaufen. Das würde ich ja nicht erzählen. Das ist ja nichts Erzählenswertes. Aber wenn irgendjemand zum Beispiel an der Kasse blöd rummotzt und sich aufregt, dass der Kohlkopf zu teuer ist oder sowas, ja, und obwohl, keine Ahnung, der Preis offensichtlich da stand oder so, dann werde ich das erzählen, weil es ungewöhnlich ist, weil ich wegen dieser dummen Person länger an der Kasse stehen musste. Und wenn wir was verbalisieren, merken wir es uns besser und deswegen können wir uns alle wahrscheinlich an mehr Situationen erinnern, wo uns etwas Dummes passiert ist durch andere Menschen, als oder etwas besonders Schönes natürlich, weil wir das dann auch verbalisieren, als das durchschnittliche normale Funktionieren. Mhm. Ich glaube, das ist halt der Gag hier. Ja, okay, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber es ist ja auch so, dass dass man, also ich habe diese Anspielung nicht verstanden, wollte ich sagen. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass man sich negative Sachen besser merken kann als positive, oder ist das nicht so? Das weiß so ein Ding? Nicht, bin ich nicht sicher. Ja. Ach so, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich wollte jetzt auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen, wenn es nicht stimmt. Aber ich in einer dunklen Ecke meines Gehirns ist es ein Fakt. Ja, vielleicht ist es nur bei jetzt, dir so. Ja, wahrscheinlich. Aber er sagt ja, okay, wir verlieren ständig Geld, Gesundheit, Zeit, Energie, Glück wegen dummen Personen, die unvorhersehbare Dinge tun und selber nichts davon mitnehmen. Ja. Das sind ja diese Menschen, weißt du, bei BanditInnen denkst du dir halt so, okay, ich check's auch ein bisschen, du nimmst mir 100 Euro weg und hast dann 100 Euro. Aber dumme Leute haben ja überhaupt keinen Gewinn davon. Im schlechtesten Fall verlieren die sie ja selber sogar noch. Ja. Und dann denkst du dir halt so, warum? Das ist ja auch das, was er anspricht. Das ist halt so unvernünftig, dass wir das überhaupt nicht, als rationale Person, die wir uns jetzt, oh, man würde ja nicht von sich selber sagen, dass man eine dumme Person ist. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, dass wir nicht dumm sind, sondern da anders drauf gucken, welchem Quadranten auch immer wir uns bewegen, Paul. Verstehen wir es halt nicht, was so irrational ist, weil wir uns irgendwie gar nicht da hineinversetzen können in diese Denkweise, weil es ja nicht. Weißt du, die machen ja auch nichts Gutes für sich selber. Warum also? Warum nimmst du mir jetzt meine Zeit zum Beispiel, aber also hast selber nichts davon? Ja, so. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz auch gucken, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe von der nächsten, was denn von dem nächsten Prinzip. Ja, hier holt er ja ein bisschen weiter aus. Ja, da geht ja auch noch sowas, also er beschreibt da noch sowas wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn man sich den Quadranten der Dummen anschaut, also diesen unteren linken Bereich in seiner Kurve oder in seinem Koordinatensystem, dass es nicht nur die einfach Dummen, sondern auch die super Dummen gibt. Und die super Dummen sind eben diejenigen, ja, die nicht nur Verluste für andere produzieren, sondern auf jeden Fall auch für sich selbst. Ja, das finde ich auch witzig. Genau, und er sagt halt, dass wir total oft unterschätzen, wie gefährlich dumme Menschen sind. Das habe ich auch gerade schon gesagt, weil vernünftige Leute können sich irgendwie nicht in diese unvernünftigen Verhaltensweisen hineinversetzen und checken das dann halt nicht. Also es ist ja nicht so, dass dahinter der dummen Aktion eine Strategie ist oder so. Das ist ja nicht der Fall. Und deshalb kann man es halt, das sagt er, da gibt es auch wieder zwei Sachen. Das erste ist, man wird oft davon überrascht, über Verhaltensweisen, Handlungen von Dummen, weil es halt auch, ne, weil es halt unvorhersehbar ist, ja, weil die Leute haben ja keine Strategie oder so dabei. Ja, ja, ja. Und das zweite ist, es ist halt schwierig, darauf irgendwie eine Verteidigung anzuwenden, wie er so schön sagt, weil du kannst ja nicht eine rationale Verteidigung organisieren für etwas, was für eine Attacke, die nicht rational strukturiert ist, sozusagen. Ja. Also er sagt das halt so ein bisschen witzig, als ob das wirklich so Attacke und Verteidigung ist, also Angriff und Verteidigung. Ja, ja, ja. Genau, aber du weißt nicht genau, wie du dich verhalten sollst, weil es ja nicht selber nicht organisiert rational ist. Ja, ja. Und witzig finde ich auch, dass er sagt, dass man so nach wie so eine Warnung, so ein bisschen formuliert, so Vorsicht, wenn man Leuten, die dumm sind, soziale oder politische Macht gibt, dann verstärkt man noch ihr Potenzial der Dummheit. Und er nennt ja auch schon vorher lustigerweise so Beispiele, wo er halt zum Beispiel sagt,
dass bei den, ne, also weil der, es gibt ja bei den Banditen, gibt es ja eben diese Leute, die so, ne, die perfekten Banditen, die 100 klauen, 100 nehmen, mhm, sozusagen. Aber er sagt zum Beispiel, zu den dummen Banditen zählt für ihn zum Beispiel auch ein General, der, um eine Medaille zu bekommen, hunderte von Menschenleben, ja, opfert oder so, weil der natürlich dann, ne, viel mehr Verluste produziert. Genau, das ist ja dann genau das, dieses, ist kein perfekter Bandit oder keine, ja, perfekte Banditin, weil nicht, ja, ja, eine Null rauskommt am Ende, genau, bei Verlust und genau, er hat ja seine Medaille bekommen. Ja, aber die ist vielleicht nicht ganz so viel wert. Ja, ja, man, genau, weiß genau, es genau. Nicht, ja, ja, ja. Nein, natürlich nicht. Okay, genau. Was ist denn die vierte? Was ist das vierte Prinzip oder sehe ich das? Ja, sag du oder, mhm, oder im Prinzip, also es ergibt sich im Prinzip schon aus den Dingen, die wir jetzt schon ein bisschen beschrieben haben, weil der Text ja auch so aufgebaut ist, dass er sagt, dass die Leute, die nicht dumm sind, auch das Schadenspotenzial von dummen Leuten unterschätzen. Ja. Und sich mit Dummheit irgendwie auseinandersetzen, in irgendeiner Weise damit in Kontakt geraten, ist auf jeden Fall immer ein teurer Fehler. Ja? Genau, sie sagen halt, das Problem ist, was, wenn andere Leute dummen Personen gegenübertreten, sind sie halt zum Beispiel, also haben sie Verachtung gegenüber dummen Leuten oder sie denken sogar, ah geil, die kann ich für mich einspannen, die kann ich manipulieren, aber sie vergessen, dass es sich nicht um hilflose Personen handelt, die man ja manipulieren kann für das eigenen, für den, mhm, eigenen Gewinn, sondern es handelt sich um dumme Leute und da verliert man immer am Ende. Das, ja, ist ja auch die, also per Definition. Weil genau, du, weil sie ja unberechenbar sind, überraschend, weil es keine Möglichkeit ist. Und weil sie halt Verluste für andere Personen produzieren. Das ist ja die Definition von dummen Leuten. Ja, deshalb, man sollte sich nicht mit ihnen einlassen. Genau, genau. Und vielleicht kommen wir direkt zur fünften Regel, weil die daran anschließt. Im Prinzip ist die, dass man sich eben, das ist sozusagen sein Fazit in gewisser Weise, dass die dummen Personen eigentlich auch die gefährlichste Art der Personen sind, gefährlicher sogar als die Banditen. Ja. Denn die Banditen, und das erinnert mich total an Harry Frankfurts Bullshit-Konzept, ja, also voll, worüber wir auch schon, wir haben ja diese Folge über Bullshit bei Harry Frankfurt, der ja auch sagt, die Leute, die bullshitten, die Bullshit erzählen, sind eigentlich gefährlicher als Lügner, weil der Lügner ist immer noch an die der Wahrheit verpflichtet, der weiß ja eigentlich, was wahr ist und muss diese Wahrheit umschiffen und um sie herumbauen. Und dem Bullshitter ist das irgendwie egal. Der baut sich halt die Welt so, wie er oder sie es braucht. Und hier ist es ja ähnlich, dass er sagt, man könnte jetzt erstmal denken, Banditen sind schlimmer, aber die handeln ja eigentlich rational und man kann sich vor ihnen schützen. Aber wenn eine dumme Person plötzlich anfängt, vor mir dumme Dinge zu machen, kann ich mich nicht verteidigen, weil ich ja gar nicht weiß, was als nächstes passiert. Ja, bei Banditinnen weiß ich wenigstens, was das Ziel ist, dass sie selber Gewinne davon nehmen. Ja. Und dann kann ich ja irgendwie auch antizipieren, wie ich mich selber schützen kann. Mhm. Aber bei dummen Menschen weiß ich ja, die haben ja keine Strategie. Oder ich verstehe zumindest diese Strategie nicht, weil ich anders denke oder so. Und deshalb weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. So, das ist das Ding, genau. Ich finde es halt witzig, weil er schon bei noch unter drittens zitiert er ja irgendwie Friedrich Schiller und Charles Dickens. Und das Zitat von Schiller, ich meine, sowas wie, ist ja irgendwie eher so ein bisschen banal, so gegen Dummheit können selbst Götter nichts anrichten oder ausrichten sozusagen. Aber das andere von Dickens finde ich halt super lustig, weil im Prinzip ist das Zitat von Dickens, ich habe es halt versucht selber zu übersetzen, was wie, dass Dummheit und eine gesunde Verdauung den Menschen viel Durchhaltevermögen geben, sozusagen. Also wenn du so, wenn du gute Verdauung hast und dumm bist, kannst du echt krasses Zeug durchhalten. Und das klingt erstmal total einleuchtend. Und ich glaube, genau mit dieser anekdotischen Sache, also arbeitet ja der ganze Text so mit diesem, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Dass Leute, die sich nicht zu viele Sorgen machen, einfach in den Tag hineinleben, kommen bestimmt vielleicht besser durch als Leute, die sich ständig über alles Gedanken machen. Das sind ja alles diese Muster, die da so mitschwingen in diesem Text, ne? Ja, und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich der Text, ne? Also ganz am Ende spricht er ja noch mal ein bisschen über Gesellschaften und so. Das würde ich, glaube ich, ein bisschen ausklammern. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Das würde ich, glaube ich, gerne ausklammern. Außer du möchtest da gerne was zu sagen. Also ich meine, ich kann auch darüber was sagen, aber ich habe das Gefühl, es trägt nicht mehr so viel bei und ich weiß nicht genau, ob ich da... Das ist halt auch wieder so eine Sache, die man problematisch sehen kann. Mhm. Und dann denke ich halt, lass uns das lieber weglassen. Naja, es ist halt die Sache, die ich am problematischsten fand an diesem Text. Deswegen, wenn wir den schon besprechen und verlinken, finde ich schon, dass wir darüber reden können ein bisschen. Weil ich den schwierig finde an dieser Stelle. Ne? Weil vor allem, also mir ist eben an der Sache aufgefallen, ne, weil am Ende sagt er dann eben solche Dinge wie zum Beispiel, auch wenn man all diese Regeln sozusagen sich anschaut, muss einem klar sein, man darf den Dummen nicht zu viel erlauben zu handeln.
Und wenn in einer Gesellschaft sozusagen der Anteil von den dummen Leuten wächst, dann wird es gefährlich oder sowas, ne? Und ich fand es halt interessant, weil genau die Seite, der Text ist ja nicht auf als offizieller Aufsatz irgendwo erschienen, sondern ist ja nur auf so einer Seite verlinkt. Also der ist schon, glaube ich, erschienen als offizieller Aufsatz, aber man findet ihn halt nur auf dieser Seite. Ja, sorry, genau, das meine ich. Und ganz unten auf dieser Website, die wir verlinken, hat dann irgendwann geschrieben, so, ja, die Person, die den Text geschrieben hat, ist ja genial oder sowas. Und ich glaube, man kann den Text auch lesen und ihn völlig in den falschen Hals kriegen, weil ich finde, diese Argumentationen mit der Anteil von dummen Leuten wächst, das sind so typische populistische politische Argumente oft. Ne? Also ich musste immer dran denken, weil eine Kollegin von mir, die mal also mit mir sozusagen an der gleichen Stelle geforscht hat, hat sich zum Beispiel mit Thilo Sarrazin beschäftigt. Das ist ja der ehemalige SPD-Politiker, der ja diesen Text geschrieben hatte, Deutschland schafft sich ab. Ja, ja. Und der hat nämlich kurz bevor dieser Text erschienen ist, der ist glaube ich so 2009, 2010 erschienen, hat er auch so Ausschnitte aus seinem Buch wurden von der Bild-Zeitung abgedruckt und die wurden dann immer so mega krass inszeniert, als endlich sagt's mal einer und so diese Muster. Und da standen halt so Sätze drin wie, wir nehmen es einfach so hin, dass Deutschland immer kleiner und dümmer wird oder sowas. Und dann geht es dann um sowas wie, ja, weil die Schulabschnitte immer schlechter werden im Schnitt und solche Dinge. Und ich habe das Gefühl, das sind so wirklich so sehr populär. Also man kann diesen Text, glaube ich, dadurch, wenn man den, so, wenn man auch noch sagt, das hat ein Wissenschaftler geschrieben und so weiter. Man kann den, glaube ich, richtig fies missbrauchen. Und das würde ich schon gern einmal gesagt haben. Habe ich gar nicht gemeint. Ich dachte, du meinst dieses, ganz am Ende macht er ja noch dieses, es gibt so Gesellschaften, die eher eine positive Entwicklung durchleben und eher Gesellschaften, die eine negative Entwicklung, schlechtere Entwicklung durchziehen. Also sowas wie, wenn man sich das Mittelalter anguckt, wie Gesellschaften da im Mittelalter sind und wie sie jetzt sind, also so diese historische Timeline. Und man dann guckt, welche Gesellschaften entwickeln sich auf eine bestimmte Art und Weise. Ich dachte, das meinst du. Ach so, nee. Das wollte ich nämlich eigentlich ausklammern. Ah, okay. Dieses Kommentar unten, das habe ich gar nicht verstanden. Weil ich dachte, ehrlicherweise, das hat auch dieser Autor geschrieben und es wäre auch ein Witz. Also, ach, hast du das wirklich so wahrgenommen, dass das jemand anders war? Ich dachte halt, das wäre der gleiche Typ gewesen. Oder der Nachlassverwalter, der auch so ein witziger Typ ist. Okay. So habe ich das wahrgenommen. Ah, okay. Na gut, kann auch sein. Ne? Aber wie gesagt, ich wollte wirklich nur auf diese Sache hinaus. Und ich meine, wir haben ja am Anfang eben bewusst markiert, dass der Text offensichtlich ironisch oder zynisch oder so ist. Ja. Weil man den, wenn man den ernst nimmt, läuft er eben auf Unsinn hinaus, wie zum Beispiel eben, ne, dass man eben Leute so schnell in Kategorien einteilen kann, dass die so biologisch ans Angeborene geheftet werden. Das ist super problematisch. Ja, das ist klar. Typenlehre ist immer problematisch, auch wenn er natürlich sagt, dass er das nicht diskriminierend meint und das ja auch klar macht, indem er sagt, das hat nichts mit irgendwelchen sozialen Kategorien zu tun. Ganz im Gegenteil, und selbst unter das Wort selbst ist jetzt auch blöd. Ja. Auch unter NobelpreisträgerInnen gibt es den gleichen Anteil von dummen Leuten wie unter jeder anderen Gruppe von Menschen auch. Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Kommentar auch satirisch gemeint ist. Wir können gerne nochmal den Wortlaut gucken, aber allein der Wortlaut ich kann es auch nicht mehr auswendig, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ich wusste nicht, dass du darüber reden willst. Aber das war irgendwie sowas wie sehr großartiger Mensch hat diesen Aufsatz, allein die Charakter, er hat nicht sehr großartig, sondern irgendwas super absurd in den Himmel lobendes gesagt. Ja, also auf jeden Fall kam das Wort Genius vor. Das weiß ja, ich und ich dachte halt, okay, das kann man nicht ernst machen. Okay. Und deshalb dachte ich, er hat das selber geschrieben, ehrlich gesagt. Okay, ja. Dann oder ist jemand, der diese Seite gemacht hat, aber das weiß, dass es ein Witz okay, ist. Okay, das halt kann sein. Ja, aber ich weiß es gar nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Okay. Aber gut, dann ist es halt noch krasser als Ironie markiert. Nee, aber lass uns gleich nochmal drüber reden, ob man den auch anders verstehen kann. Das finde ich mega spannend, weil ich dachte jetzt gerade so, worüber reden wir eigentlich noch jetzt? Wir haben noch gar nicht so lange geredet. Ich würde gerne, glaube ich, noch über zwei Sachen reden, nämlich über dieses, ich habe gleich gerade nochmal diese Duden-Sache rausgesucht, dann können wir noch mal gucken, wie das so mit dem, das haben wir ja bei Weisheit auch gemacht, wie das so mit dem Alltagsverständnis von Dummheit übereinstimmt oder kollidiert. Und dann können wir, das finde ich total spannend zu fragen, versteht man das? Weil Satire funktioniert ja nur, wenn man es als Satire wahrnimmt. Und das finde ich total spannend. Das können wir voll gerne auch reden. Ich wollte nur noch mal, damit das nicht irgendwie blöd ist, weil erst wenn man so Sachen andeutet und dann sie nicht ausführt, finde ich das irgendwie auch immer blöd. Ganz am Ende
hat er ja diese Sache geschrieben, die ich gerade gesagt habe, dass Gesellschaften sich auf bestimmte Art und Weise entwickeln. Das habe ich dann irgendwie nicht so richtig verstanden, weil er ja eigentlich sagt, dass der Prozentanteil immer gleich ist und es ja auch nicht mit anderen Kategorien übereinstimmt. Aber dann sagt er halt sowas wie Gesellschaften, die sich besser entwickeln, die Gesellschaften, die sich schlechter entwickeln, die haben das Problem, dass sie dumme Leute eher aktiv in den Mittelpunkt rücken, zum Beispiel auch in Ämtern oder so. Und dass sie sich deshalb so schlecht entwickeln. Und Gesellschaften, die sich besser entwickeln, die lassen vielleicht eher intelligente Menschen oder so in die Ämter. Irgendwie sowas in der Art, sagt er ja am Ende. Ja. Das fand ich voll strange und auch problematisch. Und deshalb dachte ich, wir reden da nicht drüber. Ach so, ja. Aber es geht ja in die gleiche Richtung wie dieses, ne, so wie wir überlassen den Dummen die Regierung oder ähnliches mehr. Also ich, wenn du das jetzt schon nochmal ansprichst, muss ich dran denken. Also ich habe mal ein Seminar gemacht, da habe ich mit meinen Studierenden, haben wir so Reden, Parlamentsreden analysiert. Und eben auch natürlich welche von der AfD. Und das ist ein typisches, also bin ich auch nicht der Einzige, das weiß, es gibt zum Beispiel den Linguisten Thomas Nier, der sich mit politischer Sprachwissenschaft beschäftigt und so. Und der untersucht eben auch, wie sich sozusagen die neue Rechte so positioniert. Und da ist zum Beispiel eins der typischen Muster, ist, wenn man zum Beispiel jemanden Fehler vorwirft oder so, dass man dann sowas sagt wie, naja, wenn sie sich so und so verhalten, dann kann ich das hier nur auf zwei Weisen interpretieren. Entweder sind sie dumm oder sie sind böse, und dass sie immer behaupten, dass sie nicht dumm sind, bleibt ja nur eine Lösung. Ja. Und dann entsteht ja immer diese Verschwörungstheorie so, da gibt es einen Plan, der irgendwie dafür sorgt, dass es mit dem Land zu Ende geht oder sowas, ja. Und das kann man natürlich super gut unterstellen. Ich glaube, mit diesen Mustern, mit diesen ja, stammtischartigen Argumentationen spielt, glaube ich, hier Cipolla halt sozusagen. Weil im Endeffekt, wenn man seine Theorie ernst nehmen würde, dann müsste man ja sagen, das ist so ein bisschen, erinnert mich das ein bisschen an dieses Ding wie, dass man schon bei Platon findet, dass er sagt, wenn ich mir die Jugend anschaue, weiß ich gar nicht, wie es weitergehen soll, weil so schlecht wie die sich irgendwie benehmen oder Dinge irgendwie können oder nicht können oder was die sich alles zutrauen, aber wie wenig sie dann können im Verhältnis, da wird die nächste Generation der Menschheit bestimmt nicht überleben. Und ihr könnt euch ja alle denken, sowas findet man immer wieder in der Menschheitsgeschichte, dass Leute sagen, also die nächste Generation wird das Ende sein. Ja? Und ich glaube, genau dieses, die nächste Generation wird das Ende sein, weil die Dummen Überhand nehmen, das wird hier so in diesem Text auch ein bisschen parodiert und auf so eine Formel gebracht. Und diese Formel ist natürlich immer alles, wo man denkt, wieso ist hier kein Beleg, wo er dann sagt, vertrauen wir doch mal auf unsere Intuition. Und dann spielt er mit diesem Confirmation Bias, dass man dann irgendwie denkt, ja stimmt, ich kann mich an 7 Situationen erinnern, wo jemand dumm war, grundlos zu mir, die, mit der Welt geht es zu Ende. Das sind ja alles so Haltungen, die eigentlich jegliche Art der Kooperation ad absurdum führen und deswegen schlecht sind. Und ich glaube, das, also wenn ich den Text, würde ich so deuten, dass das eigentlich eine, also wenn ich ihn maximal positiv deute, das ist eigentlich eine Warnung, mit diesen Kategorien überhaupt zu arbeiten, weil sie zu nichts führen eigentlich, diese Einteilung in dumm und intelligent und so, was auch immer das heißt. Ja, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das kommt am Ende so komisch, weil das ja auch das Ende ist. Ne? Mhm. Ich hätte es besser gefunden, wenn er auf dieser Ebene bleibt, ich beschreibe Menschen in Kategorien, aber weil er halt dann auch sagt, es gibt Gesellschaften, die sich irgendwie besser entwickeln und schlechter entwickeln, hat das halt so was krass Normatives. Und man denkt sich halt, er sagt ja, das kann man historisch belegen, das meint er ja wieder als Spaß. Ja. Aber wenn wir das mal kurz ernst nehmen und sagen, ich guck mir jetzt 3 Gesellschaften an, wie die sich vom Mittelalter über die frühe Neuzeit bis jetzt oder so entwickelt haben. Und manche entwickeln sich besser, manche schlechter. Dann fragt man sich ja direkt, welche hat sich denn besser, welche hat sich schlechter entwickelt. Und er meint es ja sicherlich auch wieder ironisch und sarkastisch und provozierend. Aber ich glaube, voll viele Leute denken halt sofort vielleicht an bestimmte Gesellschaften. Und dann hat es wieder so diesen komischen, hängt es nicht mit anderen Charakteristika zusammen. Also dass es dann wieder diskriminierend ist. Oder meinst du, man sollte dann an sowas denken wie die USA, die sich schlecht entwickeln oder so, weil sie einen bestimmten Präsidenten gewählt haben? Ja, wie gesagt, soweit also, habe ich das. Also nicht jetzt, sondern zu einem früheren Zeitpunkt. Also ich habe das gar nicht so weit durchdacht, weil ich eben die Sache dann nicht ernst genommen habe. Ne? Ja, ja, okay. Also, ich verstehe ja, dass der sarkastisch gemeint ist, aber es gibt halt diese 2-3 Stellen, wo man sich fragt, weißt du, wir kommen jetzt gleich zu dieser, einfach direkt, finde ich, zu dieser Frage, ob man das auch, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass man immer, wenn etwas so überschwätzt ist, muss man sich ja fragen, ob eine Person, die eine konträre Meinung zu meiner vertritt, ob die das auch lesen kann und sagt, ja, ja, geil. Und ich sage auch, ja, ja, geil. Weil dann ist es schlecht. Ja. Weil man, es muss ja, also Satire ist nur dann Satire, wenn etwas
offensichtlich in der Satire drin ist, das gebrochen wird. Mhm. Weil sonst ist es nur Reproduktion von Stereotypen zum Beispiel, ja, oder von Diskriminierungsformen oder so. Das ist dann keine Satire. Das ist ja auch das, womit sich total oft Comedians so rausreden. Ja, ja, ja. Zu sagen, ja, ja, das ist doch nur Satire. Aber es ist nicht Satire, wenn du einfach nur Sachen einfach so wiedergibst, ohne es auf irgendeine Art und Weise in dieser Form direkt zu brechen. Kannst du nicht sowas sagen wie, wenn du meine Biografie und alle meine Twitter-Tweets liest, dann weißt du, dass ich das nicht ernst meine. Das funktioniert nicht. So funktioniert das nicht. Sondern es muss direkt in dem, zum Beispiel einen Tweet oder in dem Auftritt bei einem Comedy-Dings, muss es zu sehen sein, weil sonst eine Person rausgeht und sagt, geil, genau das sehe ich auch, von der du nicht willst, dass sie das so sieht. Und das können wir uns ja bei dem Text fragen. Ja. Also wir wissen überhaupt nichts über Cheap Holler. Wir wissen nicht, dass das sarkastisch ist. Wissen wir ja auch nicht. Wenn wir auf diese Internetseite klicken, da steht da ja nicht, Vorsicht, ich meine, das ist witzig. Da steht da ja nicht. Ja, das wissen wir nur durch den Wikipedia-Artikel. Ja, und nur durch den deutschen. Nur durch den deutschen Wikipedia-Artikel. Ja, im Englischen steht es nicht. Das stimmt ja auch gar nicht. Und die Person in den deutschen. Ja, aber ich würde eben dafür plädieren, dass es so ist, weil ich ja schon gesagt habe, ne, der Titel deutet das an. Aber gleichzeitig könnte man ja sagen, oh mein Gott, der Titel von Harry Frankfurt on Bullshit ist auch lustig. Aber es ist trotzdem ein ernst gemeinter Text. Ja. Und insofern dachte ich auch am Anfang. Ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, das ist so ein Frankfurt-Ding. Mhm. Der meint es schon ernst. Oder die Jerks-Geschichte, die ist ja auch witzig, aber sie ist ja schon auch ernst gemeint, würde ich mal schätzen. Ja, ja, ja. Zumindest größtenteils. Genau. Und die Frage ist halt, meint Cheap Holler aber diese Sache ernst, dass er sagt, dumme Leute sind diejenigen Arten von Leuten, die Verhaltensweise an den Tag legen, die weder anderen Leuten noch sich selbst irgendwie einen Gewinn ergibt. Das sind ja dumme Leute. Ja. Meint er das ernst? Da könnte man ja schon sagen, ja, wahrscheinlich schon. Ja, genau. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen, ich finde auch, man muss dann so ein bisschen mit so einem Seziermesser da so dran gehen und gucken, was ist ernsthaft. Und ich glaube schon, dass er, also ich finde, aus dem Text wird mir klar, dass das jemand ist, der total gut so Sprachintuitionen greifen kann und sie übersetzen kann in die eigene Sprache, nämlich Fachsprache, nämlich die Fachsprache der Wirtschaftswissenschaften. Also gerade diese Kurve, dass er sagt, das ist dumm und das ist das und das hat was mit Schaden und Nutzen für sich oder für Fremde zu tun und so. Das ist ja relativ gut und da würde ich erstmal so ein bisschen so anerkennend nicken und sagen so, ja, es ist eine interessante Hypothese, so um unsere Intuition, wie wir sprachlich Menschen und ihre Handlungen einordnen, zu beschreiben. Ja. Aber alles andere ist immer so übertrieben und so dick aufgetragen und immer mit solchen, auch mit so Vokabular durchsetzt, wie eben Studien und Forschungen und Beobachtungen, die so objektivierend nach echter Objektivität und wissenschaftlicher Forschung klingen. Aber es gibt natürlich überhaupt keine Fußnoten und keine Belege, sondern immer nur die Evidenz von, ich habe das jahrelang beobachtet und so. Was ja wieder dieses Ding parodiert, wie wenn eben Leute so eine Haltung haben, dass sie sagen, so alle anderen sind dumm und nur ich nicht, dann sagen sie auch, das sehe ich doch immer wieder, neulich wieder im Laden oder so, da war auch wieder einer und so, ne? Und also ich würde sagen, um Satire zu erkennen, so wie du sagst, es muss mehrere Signale geben, sozusagen. Und und Menschen sind ja Meister darin, viele Signale gleichzeitig zu senden. Das alleine der gesprochene Sprache kann ich ja mit Intonation und Mimik und Gestik und allem spielen. Hatten wir ja erst letzte Woche bei den Kindern, die die Notlügen machen und sowas. Und ich glaube, man muss halt genau diese Kunst beherrschen, das zu markieren. Und ich würde schon sagen, dass der Text hier sehr genau markiert, durch das Fehlen von Quellen. Also man kann eben nicht zum Beispiel, wenn jemand den jetzt aus dem Kontext reißt und sagt, schon in den 70er Jahren hat der italienische Wirtschaftswissenschaftler gesagt, dass wenn der Anteil an dummen Menschen überhand nimmt und so weiter, ne, und damit argumentiert man jetzt plötzlich in, was weiß ich, für eine neue politische Agenda, dann könnte das natürlich missbraucht werden. Aber der Text selber ist sozusagen, finde ich, noch okay, gerade für die 70er Jahre, weil er wirklich durch das Fehlen anderer Quellen und durch diesen übertriebenen Ton, der einfach nicht wissenschaftlich ist. Genau, aber uns beiden ist das klar. Mhm. Also ich glaube, für WissenschaftlerInnen ist es klar, dass es Satire ist, durch die Art, wie er schreibt. Mhm. Auch, dass da Comics mit drin sind. Ich weiß nicht, ob das im Original auch ist oder ob das nur auf dieser Internetseite ist. Er beschreibt ja sogar teilweise die Bilder auch, die da zu sehen sind. Echt? Okay, gut. Ja, stimmt, hast recht. Genau, dass da Comics sind und so. Ich glaube, das ist, und dass da keine Quellen sind. Aber glaubst du jetzt, jemand, der die einfach so jetzt vielleicht keine wissenschaftliche Ausbildung hat und das liest,
Also es ist schon möglich, dass man das auch ernst nimmt. Es ist nicht sehr offensichtlich. Ja, also ich meine. Aber es ist für uns beide ist es offensichtlich. Durch die Art, wie er aber dafür musst du irgendwie mit dem wissenschaftlichen Habitus, also mit der Art und Weise, wie ein wissenschaftliches Paper aussieht, wie eine Rechtfertigung, wie eine Methodik und so weiter, das muss man halt wissen, um zu verstehen, dass es nicht ernst gemeint ist. Oder halb ernst gemeint. Also das es ist ja nicht komplett nicht ernst gemeint. Ja, also so. Ich meine, ich wette so, der Anteil Sigma in der Bevölkerung wird den Text ernst nehmen. Ja, gut. Aber das Problem ist, wie wir die ganze Zeit darüber reden, ist ja auch, weil du auch gesagt hast, wenn man da sowas rauszieht, wie der Anteil von dummen Leuten wächst rapide oder was, dann denken wir ja immer sofort mit diesem, also ich würde sagen, unser Alltagsverständnis von dumm hat ja immer was mit intellektuellen Fähigkeiten zu tun. Ja, ja. Und dann denken Leute sofort, ich muss jetzt bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen. Mhm, aber das sagt er ja explizit nicht. Ja, sondern er meint ja Leute, die keinen Gewinn für sich selber und für andere. Und das kann man natürlich auch wieder, wenn es schlecht läuft, anders interpretieren. Aber das dürfen wir ja nicht vergessen. Das sagt er ja nicht. Ja, ja. Er sagt ja nicht, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden sollen oder so. Das sagt er sehr explizit nicht. Das bin ich ja sehr froh darüber, dass er das so explizit sagt. Das war vielleicht auch seine Sorge. Aber sicherlich war das seine Sorge, deshalb hat er das so explizit gesagt. Also ich meine, der Text lebt ja davon, dass er sozusagen die wissenschaftliche Definition auch so ein bisschen parodiert, weil er eben eine Sache definiert, indem er andere Begriffe dafür einsetzt, die er aber undefiniert lässt. Also sagst du, was Dummheit ist, wenn Menschen Verluste oder Schäden für andere verursachen, aber er definiert ja auch nicht genau diese Verluste. Dann sind da diese Cartoons, die du erwähnt hast, wo man dann zum Beispiel als Beispiel für eine dumme Person sieht man jemanden, der was sich eine Mauer baut und auf einer Leiter steht und dann fällt der Person Ziegelstein runter und dieser Ziegelstein ist gerade auf dem Weg jemand anderem auf den Kopf zu fallen oder so, ja. Und das ist ja sozusagen, okay, diese Person macht das nicht absichtlich oder so, sondern es ist einfach Ungeschick oder sowas, aber es wird hier sozusagen als Dummheit verpackt. Aber es ist dann so eine Art von Ungeschicklichkeit, Dummheit, weil ich glaube, wenn jemand, keine Ahnung, an der Einkaufskasse stolpert und wir beide fallen hin, werde ich nicht denken, die Person ist dumm oder so. Ich habe mir die Comics nicht so genau angeguckt, weil die Auflösung so schlecht war, ehrlich gesagt, weil da stand ja auch manchmal so Zeug. Ich hatte das Gefühl, es war schon ein bisschen nuancierter, oder nicht? Ja, es gab ja auch mehr Bilder, aber das war jetzt ein Beispiel. Aber war das wirklich das Beispiel für dumm? Ja. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wollen wir mal nachgucken? Ja. So, und ich muss schon wieder sagen, wie immer, wenn Rebecca sagt, lass uns doch mal nachgucken, hat sie recht, weil vielleicht bin ich auch im Anteil Sigma drin, aber auf jeden Fall ist der... ich weiß nicht, was du überhast. Das Dumm ist nicht mit intellektuellen Fähigkeiten. Ja, aber ich habe uns beiden jetzt Schaden verursacht und unseren HörerInnen, weil die Zeit verlieren. Stimmt, meine Nerven auch. Ja, genau. Nee, aber das Bild ist, da ist tatsächlich jemand, der von der Leiter fällt und dem ein Ziegelstein auf jemand anders drauf fällt, aber das ist, weil unten eine sehr stur nach vorne guckende Person mit ihrem Hund Gassi geht und der Hund geht auf der einen Seite der Leiter, die Person geht auf der anderen Seite der Leiter und guckt einfach stumpf nach vorne und reißt damit die Leiter um und deswegen stolpert die Person oben und lässt den Ziegelstein fallen, sodass beide einen Schaden bekommen. Ja, eine kann nicht weiterarbeiten. Das ist sogar eine super dumme Person. Ja, genau, sie verursacht auch. Kann man natürlich trotzdem noch drüber reden, ob das jetzt Ungeschick ist, aber da die Person nicht richtig hinguckt, wo sie hinläuft, könnte man schon Schuld zuweisen, finde ich, oder? Ja. Genau, wieso haben wir jetzt eigentlich drüber geredet? Naja, weil wir über wie ernst kann man das nehmen? Ja, ne? genau. Genau, also ich finde auf jeden Fall, dass Leute, die sich mit Wissenschaft in irgendeiner Art und Weise auskennen, werden das offensichtlich. Deshalb ist in dem Sinne ist es gut gemachte Satire, weil Satire soll ja auch nicht super offensichtlich schreiben. Vorsicht, jetzt kommt hier Satire Doppelpunkt, so wie sich die GegnerInnen von irgendwie sowas wie Political Correctness das immer vorstellen, dass es dann so super explizit sein muss, so ist das natürlich auch nicht. Ja. Sondern es ist ja sehr smart gemacht. Die Frage ist nur, versteht man es, wenn man nicht so einen wissenschaftlichen Hintergrund ist, vielleicht zu expertinnenhaft satirisch sozusagen, weißt du? Ja, klar. Weiß ich nicht genau. Andererseits, wie gesagt, klar kann man Sachen aus dem Zusammenhang zitieren und dann sagen, dumme Leute werden immer mehr, aber dann hat man ja das falsche Verständnis von dumm übernommen, wahrscheinlich, weil man meint ja nicht wenn man das populistisch, was ist denn heute los mit mir, nimmt, dann meint man ja wahrscheinlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, was Cipolla ja ausschließt. Ja. Aber natürlich kann man das auch unter den Tisch fallen lassen, aber das ist dann natürlich. Ja, man muss ja bei dem Text viel unter den Tisch fallen lassen, um ihn sozusagen so misszuverstehen halt. Ne? Genau. Und das ist dann halt schlecht, das ist ja dann unredlich, wenn man das macht. Ja. Das macht's auch. Ja.
Wobei ich meine, dieses Unredliche, wie gesagt, passiert halt trotzdem, kann ja passieren. Ja, klar, ne? Aber das kann man ja nicht Chipolla jetzt irgendwie ankreiden. So. Genau, also wie gesagt, ich finde, für mich ist die Kernsache, also das ist natürlich jetzt meine Deutung dieses Textes, aber ich finde, das ist echt, eigentlich ist es so eine, wie gesagt, also an super vielen Stellen, finde ich, zeigt mir der Autor, also Chipolla, dass er echt ein gutes Gefühl dafür hat, was so alltägliche Argumentationsmuster sind, wenn diese Wörter wie dumm oder so benutzt werden. Und der packt sie gleichzeitig in irgendwie sehr interessante Formeln, weil ich finde diese Idee schon ganz scharf, nicht zu sagen, Dummheit kann überall auftauchen und jederzeit und so. Und sie ist nämlich sozusagen das Verursachen von Verlusten oder Schäden bei sich und bei anderen. Ja. Damit trifft er, glaube ich, schon ganz gut eine Intuition. Aber alle anderen Dinge, die er beschreibt, zeigen mir, dass er offensichtlich, glaube ich, eben ein Problem damit hat, wenn das so Pauschalurteile getroffen werden. Ja. Und dieser Text zeigt eben, wie schwierig, also wie viel Quatsch man, also an jeder Stelle, wo man, wenn man jetzt, also ich glaube, selbst wenn man so halbwegs rational denkt und diesen Text liest, dann wird man an zig Stellen denken, woher will er das denn wissen? Was meint er denn genau damit? Und wenn man das ernst nimmt, diese ganzen Lücken, auf die er dadurch verweist, dann wird einem vielleicht selber klar, wie schwierig es ist, eigentlich mit solchen pauschalen Kategorien im Alltag zu arbeiten. Also so würde ich den Text lesen, weil ich glaube, wenn man den Text irgendwie irgendeine Sache ernst, an dem Text eine Sache zu ernst nimmt, dann ist der auf jeden Fall sehr menschenfeindlich. Ne? Ja, genau, also ich finde halt dieses, das ist von Natur aus so, gerade diesen Satz, den ich auch vorhin zitiert habe, mit dem that men are not equal, that some are stupid and others are not. Das kann man natürlich perfekt aus dem Zusammenhang reißen. Ne? Ich finde das jetzt nicht gebraucht, diese Naturgeschichte. Und auch dieses Endding mit den, wie sich Gesellschaften entwickeln, weil das hat die krasse Gefahr, dass man das falsch versteht. Ich finde halt diesen Gedanken mega interessant mit diesen vier Quadranten. Natürlich lassen sich Menschen nicht in diese vier Typen kategorisieren. Das ist klar, hoffentlich. Das sollte hoffentlich allen klar sein. Aber es gab ja sehr lange diese Tradition der Typenlehre. Man darf jetzt auch nicht an gerade diese krassen Sachen denken, sondern man muss einfach dran denken, auch in der Psychologie, dass das oft gemacht wurde mit, es gibt halt vier Lerntypen. Das ist ja auch so ein Ding, was viele Leute gar nicht es ist jetzt auch nicht so problematisch wie andere Typenlernsachen, aber trotzdem ist das halt eine Sache, die eigentlich mittlerweile überholt ist. Also man geht eigentlich überhaupt nicht mehr von Typen aus. Und vielleicht ist es halt einfach auch ein Zeitspiegel ein Spiegel der Zeit sozusagen, dass es immer diese Typeneinteilungen gab. Stimmt, das war auch eine Zeit lang. Ich weiß halt, genau, und das war eine Zeit, und das war auch sehr lange noch in, wie gesagt, ich kenne das auch noch aus dem Studium, dass man sagt, es gibt verschiedene Lerntypen. Ja, und so, oder Bindungstypen. Oder so. Es gibt diese psychologischen Typen, da gibt es ja diese ganzen Buchstabentests und so, wo so Buchstabenkombinationen rauskommen. Und das ist halt einfach mittlerweile, also wenn ich das richtig sehe, sind eigentlich diese Typensachen immer sehr überholt mittlerweile. Und ja, vielleicht hat es auch was damit zu tun, irgendwie, dass es da in der Zeit mal so on vogue war und er dachte sich, geil, da gehe ich auch mit rein. Also solche Kategorisierungen sind immer total spannend. Also ich weiß auch noch aus meinem Psychologiestudium, dass zum Beispiel der IQ-Test wurde ja eingeführt, eigentlich um in Schulen sozusagen zu gucken, welche Leute haben bei welchen Arten von Aufgaben vielleicht Probleme und wie können wir denen helfen. Und wenn man mit dieser Absicht macht man dann den Test und dann kann man feststellen, so wer in der Klasse benötigt vielleicht mehr Förderung zum Beispiel. Und wenn man dieses Modell hat, dann ist einem natürlich klar, dass der IQ ein flexibler Wert ist, sozusagen, ne? Weil man ja im Prinzip sagen kann, weil Intelligenz ist ja die Fähigkeit, Probleme zu lösen, mit denen man noch nie konfrontiert wurde. Das ist ja die alte Definition, die im Intelligenztest steckt. Man kriegt da also ein Problem, was man noch nie gesehen hat. Deswegen sind die Fragen immer so komisch. Also so mit, also Dinge, die in der Realität nie passieren würden. Also wo man dann irgendwelche Dinge sortieren muss, die es eigentlich irgendwie konkret nicht gibt oder so. Und dann ist ja total spannend, wenn dann, dass das dann so im Laufe der Zeit dann so umgedeutet wird zu solchen Sätzen, wie dass Leute sowas sagen können wie, ja, ich habe mal meinen IQ getestet, mein IQ ist XYZ. Und dann, das ist aber eben, das ist halt tagesformabhängig, das ist davon abhängig, wie oft man mit solchen Aufgaben konfrontiert wird. Genau, genauso ist es bei diesen Persönlichkeitstypen auch. Ja. Ne, wenn man sagt, ich bin die und die Persönlichkeit, der Persönlichkeitstyp und so. Mhm. Und das ist ja nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt, das ist ja nicht per se problematisch. Es ist halt problematisch, wenn man es zu ernst nimmt und wenn man nicht versteht, was das für ein Kontext, also auch dann ist es wahrscheinlich nicht problematisch, wenn man den Kontext nicht so richtig weiß, aber man sollte nicht vergessen, was eigentlich der Hintergrund von diesen ganzen Tests ist oder so. Aber
Ja. Worauf ich hinausläufe. Ich wollte nur sagen, nicht, dass es so rüberkommt, als ob wir jetzt die ganze Zeit sagen, diese Tütensachen sind immer problematisch. Es ist immer problematisch, wenn du sagst, ich bin der visuelle Lehrtyp. Das ist natürlich nicht problematisch. Ja, ja. Es ist halt nur überholt, zu sagen. Dass ja, man und vor allem diese Sachen sind ja sozusagen, das sind ja Messinstrumente, um etwas präziser zu beschreiben. Und diese Messinstrumente funktionieren nur in bestimmten Kontexten. Ja, so wie ich zum Beispiel, ich kann mit einem normalen Lineal arbeiten, wenn ich in der Schule geometrische Formen male. Aber wenn ich, irgendwelche Tiefenmessungen in der Erde mache, habe ich irgendwelche krassen Laser-Dinge, irgendwas oder so. Also das heißt, die Sachen sind so präzise, wie man sie braucht und sind nur für bestimmte Zwecke gemacht und werden dann oft auch eben zweckentfremdet oder so. Mhm. Ja, genau. Ich wollte noch mal auf diese Duden-Sache zurückkommen, weil ich weiß nicht genau, ob du schon eine Intuition dazu hattest, ob du das Gefühl hattest, das ist auch das, also das, was hier beschrieben wird unter dumm, dass man große Verluste für andere und schlimmstenfalls für sich selber hat, ohne selber Gewinne daraus zu ziehen, ist die Definition von Dummheit. Mhm. Ist es deine Intuition auch? Nee, auf keinen Fall. Also ist es, also sagen wir so, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil ich das Wort super wenig benutze halt. Ja, also ich finde, weil ich es auch irgendwie abwertend finde und sehr stigmatisierend. Mhm. Und aber über dich selber schon, oder? Also über mich selber sage ich schon oft, dass ich dumm bin oder dass ich nicht die hellste Kerze auf der Torte bin, sage ich immer. Ja, was ja, ein bisschen genau, niedlicher genau. ist. Ja, okay, aber ja, ich glaube einfach, in diesen Alltagsmomenten sind es ja eher so Dinge wie, ich habe an etwas nicht gedacht und jetzt mir selber dadurch Schwierigkeiten verursacht oder sowas, ja, weil ich jetzt Zeit verlieren muss. Aber was ja auch im Grunde ja, zu der Definition passt. Das stimmt, ehrlich. Ja. Okay, also ich kann dich auch retten, außer du möchtest noch was sagen. Bitte sag. Also im Duden steht unter Dummheit erstens Mangel an Intelligenz. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich das meiste, woran die Leute denken. Das ist ja auf jeden Fall nicht, also je nachdem, wie man Intelligenz definiert. Ne? Aber jetzt kommt mir hier diese blöde Werbung. Ich hasse diese Seite, diese Duden-Online-Seite auf dem Handy. Das zweite ist, geh doch mal weg, Werbung. Tut mir leid. Unkluge Handlung, törichte Äußerung. Mhm. Aha, unklug. Ja gut, dieses unklug hat schon sowas, dass man nicht vorausgesehen hat, dass es zum Beispiel schlechte Konsequenzen hat. Das schwingt da schon mit, finde ich. Mhm. Töricht. Das ist einfach ein altes Wort für dumm. Ja, ja. Das bringt uns nichts. Ich habe mir gerade überlegt, ob was töricht genau bedeutet. Ja. Genau, und dann gucke ich noch kurz bei Merriam-Webster, da gucke ich unter Stupid. Da steht erstens not intelligent, having or showing a lack of ability to learn and understand things. Das ist ja genau das, was damit nicht gemeint ist, diese kognitive Ebene. Das zweite ist not sensible or logical. Mhm. Und das dritte ist not able to think normally because you are drunk, tired, etc. Also es hat ja schon was von diesem, dass man irrational denkt. Also vielleicht sollte man das nochmal schnell übersetzen. Das erste war eben diese kognitive Sache. Das zweite ist, dass man nicht logisch denkt. Und das dritte ist, dass man nicht normal denkt. Zum Beispiel, wenn man betrunken oder müde ist. Mhm. Ja, ich glaube, das so von der Verwendung her, glaube ich schon, dass das alltäglich so verwendet wird. Dann. Ja, aber finde ich, da trifft er ja schon irgendwie auch einen Nerv. Also ja, unabhängig von diesen intellektuellen Sachen, dass er wirklich dieses unvernünftig Irrationale, dass es auch zu dumm dazugehört. Das finde ich ganz interessant. Und dass er dann halt sagt, man kann das in so eine Kosten-Nutzen-Sache für sich und andere übertragen, ist halt zum einen witzig, weil er ja diesen wirtschaftlichen Hintergrund hat und zum anderen aber auch ein bisschen, da ist schon eine Wahrheit drin. Und das macht ja, gute Satire macht das ja aus, ne? Dass da immer ein wahrer Kern dabei ist, ist ja klar. Und das ist für mich der wahre Kern an dieser Sache, ist diese Definition von Dummheit. Mm-hmm. Ja. Also ich finde schon, ich meine, ich kenne auch viele Dinge, die ich so als Stand-Up-Comedy oder so als Satire gut finde, da finde ich halt immer, die besten Sachen sind die, wo ich wahrscheinlich, wenn die Person dann so, keine Ahnung, krasse Thesen äußert, dass ich dann bei den ersten 3, 4, 5 denke, ja, genau, und dann irgendwie so mitnicke und dann aber irgendwann nach der 5. oder 6. eben mich selbst entlarvt fühle und denke so, ja, stimmt, aber wenn ich das alles ernst nehme, wo ich jetzt ja genau gerufen habe, dann würde ich vielleicht selber unter diese Kategorie fallen oder was weiß ich, ne? Also dass man sich dann selber so entlarvt und ich glaube, so ähnlich funktioniert dieser Text halt auch, dass man irgendwann merkt, wenn man bei allem, was hier steht, zustimmt, dann hat man aber selber ein super, auch ein nicht besonders vorteilhaftes Menschen- und Weltbild und mit dem man auch nicht weit kommt. Ja, genau. Ja, aber man könnte sich vorstellen, dass dieser Text so ein bisschen als Stand-Up-Comedy-Show funktionieren könnte. Ne? Auf jeden Fall. Könnte ich mir total gut vorstellen. Ich glaube auch, ja. Ey Leute, kennt ihr auch diese dummen Leute? Letztens war ich in der Bar und erzählst du so eine Geschichte aus einer Bar oder so und dann sagst du so, dumme Leute, ne? Hat euch schon mal jemand gesagt, dass wir die Anzahl von dummen Leuten immer total unterschätzen und dachten alle so. Ja, auf jeden Fall. Wenn man das charmant macht. Ich mache das nicht charmant, weil ich das nicht gut kann. Aber ich kann mir eine Welt vorstellen, in der das jemand
oder die gut macht. Ja, wir kennen doch alle so Momente, wo was sich Leute sich darüber aufregen, dass sie wirklich einen halben Tag verlieren, weil jemand anders Missgeschick produziert hat. Und dann kann ich mir total gut vorstellen, also dass Leute sowas sagen, ja, manche Leute sind halt dumm und bleiben dumm und so. Und genau diese Haltung wird ja hier so, wie soll ich sagen, ins Intellektuelle überhöht. Ja, ja, weil sie so und ins Akademische auch überhöht. Und das ist halt, glaube ich, der Punkt hier. Das ist sozusagen, im Prinzip könnte man sagen, sozusagen die Figur, die hier die Chipotle konstruiert hat, die diesen Text produziert hat, ist irgendwie ja eine akademisch ausgebildete Person, die sich über die Welt ärgert, ja, oder die Menschen ärgert. Stimmt, ja. Und das ist eigentlich so das, was dahinter steckt. Ja, aber das, was ich trotzdem so, was ich da rausnehme, ist halt diese Definition und dieses. Das sind wirklich, also das, was einen daran so ärgert, ist ja der Grund, warum wir uns so ärgern über dumme Leute im Alltag, ist ja, ich habe dumm gerade in Anführungsstriche gemacht, habt ihr natürlich nicht gesehen. Ich kann sagen, gut, dass du es gesagt hast. Ist ja, dass wir das Gefühl haben, niemand bringt jetzt diese Verhaltensweise etwas. Ich würde auch eher Verhaltensweise natürlich und Handlung als dumm bezeichnen, nicht Personen, wie es hier im Text ist. Aber dass man das Gefühl hat, diese Verhaltensweise ist dumm, in Anführungsstrichen, weil das niemandem was gebracht hat, nicht mal der Person selber. Und das, deshalb hat man so diese Intuition, dass dumme Leute vielleicht auch schlimmer sind als BanditInnen, weil BanditInnen also wenigstens rational in ihrer Gemeinheit. Ja. So. Das finde ich irgendwie, das finde ich schon, das macht für mich intuitiv Sinn, aber ich habe es noch nie so durchdacht und das ziehe ich irgendwie so ein bisschen daraus. Finde ich ganz interessant. Ja. Natürlich macht man daraus nichts. Ja. Also was willst du auch daraus machen? Ja. Aber so für meine eigene Kategorisierung finde ich das ganz, voll. Ganz gut. Ja, mich erinnert das halt auch an so eine Sache, die ich auch wieder aus der Sprachwissenschaft kenne, mit dem, da geht es auch um diese Höflichkeit, über die wir auch letzte Woche kurz geredet haben, wo ja, es gibt ja oft zum Beispiel diese Idee so, könnten wir nicht einfach diese ganzen Höflichkeitsregeln abwerfen, dann würden wir ja viel, viel schneller miteinander ans Ziel kommen und kommunizieren, wenn ich einfach so zu jemandem hingehen könnte, sagen könnte, ich will auch eine rauchen, gib mir mal Feuer. Das habe ich eh schon höflicher formuliert, als man es machen könnte, sozusagen. Aber das Interessante ist ja eben, dass Leute, die denken, ich habe jetzt keine Zeit, höflich zu sein, ich sage das mal ganz schnell, die verlieren ja Zeit. Die sind ja nicht ökonomisch und sparen sich Zeit, weil wenn man zu jemandem hingeht und zu offensiv fragt, will die Person sagen, was erlauben sie sich? Und dann kommt man in einen Konflikt und muss sich und sollte sich auch entschuldigen und so weiter. Das heißt, die höfliche Kommunikation ist ja notgedrungen da, ja, also und ich finde es halt total spannend, wenn man sich überlegt, also ich weiß, es fühlt jetzt ein bisschen weit weg, aber das finde ich aber so, für diese Höflichkeit ist das immer ein cooles Beispiel. Es gab mal eine Studie, da haben Leute so verschiedene Orte untersucht, wo Kommunikation stattfindet und haben so geguckt, wenn es Orte gibt, die super stark auf eine bestimmte Art der Kommunikation ausgerichtet sind, zum Beispiel die Supermarktkasse oder ein Ticketschalter am Bahnhof oder so, dann begrüßen sich die Leute oft nicht mal und das fällt ja auch nicht negativ auf. Ne? Also wenn ich an den Schalter gehe und sage so, einmal nach Frankfurt bitte oder so, wird der die Person, die Tickets verkauft, sich ja nicht wundern, dass ich nicht Hallo gesagt habe. Ja. Also, aber wenn ich irgendwie zu jemandem im Park gehe und sage, einmal ihr Feuerzeug bitte für meine Zigarette oder sowas, dann würde die Person sagen, was? Ich bin doch hier nicht ich bin doch kein Verkäufer oder so, würde die Person wahrscheinlich sagen. Zu Recht, ne? Und deswegen, diese basalen Regeln des Zusammenlebens sind halt wichtig und brauchen manchmal auch ein bisschen mehr Aufwand. Und ich glaube, was er hier trifft, ist natürlich dieses Leute, die sich nicht die Mühe machen, diesen Aufwand zu betreiben. Zum Beispiel der Typ, der nicht an der Leiter vorbeiläuft, weil er halt immer seinen Weg entlangläuft oder sowas. Das ist so die Kehrseite. Sozusagen. Ich finde das ganz witzig. Ist mir jetzt gerade auch eingefallen, wenn ich nochmal drüber nachdenke, wie was wir jetzt so besprochen haben in der Folge, ist, dass wir ja eigentlich gar kein Beispiel für Dummheit gebracht haben. Ne? Mhm. Also erst dann dieses Beispiel von ihm. Fällt dir ein gutes Beispiel ein für Dummheit, so wie er das meint? Spontan? Nee. Ja, weil wie gesagt, ich habe mit dem Kategorie so Probleme, weil ich immer sofort denke, okay, die Person hat es bestimmt eilig oder was weiß ich. Aber ich meine, am ehesten musste ich an diese Jerk-Sachen denken, aus dieser Jerk-Folge. Also wenn jemand irgendwie, was weiß ich, ja, also keine Ahnung, also wenn jemand irgendwie unzufrieden ist mit dem Fahrverhalten des Autos auf der anderen Spur und anfängt zu hupen, dann hupt die andere Person zurück und dann hupen sie gegenseitig. Und andere Leute denken, ist was passiert, dann drehen sie sich um und dann wird ihre Zeit verschwendet und alle ärgern sich. Sowas vielleicht, sowas ganz Banales. Wenn man so denkt, so, mein Gott, und lass doch das Hupen, das bringt doch niemandem was. Oder so. Ja. Also Hupen soll ja nur benutzt werden, um eine Warnung auszusprechen, falls jemand irgendwas nicht sieht oder sowas. Ja, ein Auto fängt an, rückwärts zu fahren und sieht mich nicht und ich stehe dahinter, ich hupe. Okay, das macht Sinn. Aber alles andere wie
der hat so komisch, der ist so 2 Millimeter zu früh in meine Spur gewechselt, dann hupe ich mal oder so. Ja, ich hasse auch Leute, die hupen, also so aus unnützen Gründen. Ja, oder ich dachte gerade vielleicht so eine Person, die immer so Müll in den eigenen Garten wirft, weil sie keinen Bock hat, das wegzubringen und dann aber den ja irgendwann selber wegräumen muss, natürlich. Oder genervt davon ist, dass der eigene Garten irgendwann stinkt oder so. Vielleicht ist die Person ja auch hilflos. Keine Ahnung, du hast ja recht. Also wahrscheinlich, ja. Nee, aber hilflos wäre sie nur, wenn es ein Gewinn für andere wäre. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist die Person auch nur hilflos, ist bei mir halt voll oft mein Gedanke, wenn jemand etwas macht, was andere als dumm kategorisieren würden. Also, ja. Ja, okay. Deswegen fällt es mir so schwer, ein Beispiel zu finden, außer diesem Hupen halt, ne? Also. Auch hilflos sein. Ja, ich weiß. Deswegen, ja. Wenn ich jetzt zu lange drüber nachdenke, würde ich das Beispiel so konstruieren, dass die arme Person ja eh schon einen schlechten Tag hatte und deswegen hupen muss. Hm. Naja. Oder ihr in Ärger so rauslässt. Hm. Tja, also vielleicht habt ihr ja gute Beispiele für dieses Verhalten. Und wie ernst nehmt ihr diesen Text? Wie treffend oder untreffend findet ihr die Beschreibung? Es würde uns interessieren. Das war oder ist unsere letzte Folge für dieses Jahr. Ja, verrückt. Also vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür, dass ihr uns immer hört oder manchmal hört oder das erste Mal hört, auch schön. Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Wir würden das ja, glaube ich, nicht, also wir würden es auch machen, wenn sehr wenig Leute uns zuhören würden, aber wir freuen uns total über jede Person, die uns hört und auch schreibt, dass sie irgendwas gut fand oder uns irgendeine Folge vorschlägt oder irgendwie sowas. Deshalb, wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify oder bei YouTube, je nachdem, wo ihr uns hört. Guckt gerne mal bei Instagram vorbei, da versuchen wir euch immer ein bisschen mit einzubeziehen. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, gerne auch Feedback. Und wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr nochmal so rückblickend auf euer Jahr mit uns guckt und so guckt, welche Folgen habe ich eigentlich gerne gehört, vielleicht habt ihr Lust, uns zurückzumelden, welche Art von Folgen ihr gerne mögt und auch in 2022 irgendwie gern von uns hören wollt. Also mögt ihr gerne, wenn wir Studien besprechen, mögt ihr gerne, wenn wir Texte besprechen, so wie den hier, mögt es gerne, wenn wir Popkultur besprechen, sollen wir das eine mehr machen als das andere. Dann schreibt uns doch nur noch moralische Alltagsdilemmata von euch besprechen. Das wird nicht passieren, aber wir können es häufiger machen, wenn ihr das möchtet. Geht in euch, denkt darüber nach, welche Folge euch am ehesten vielleicht begeistert hat oder so und teilt uns das einfach mal mit, vielleicht auch unter den Kommentaren unter dieser Folge oder über eine Direktnachricht, über eine Mail, über einen YouTube-Kommentar. Wie ihr uns erreichen könnt. Gibt ja verschiedene Kanäle und wenn ihr uns wirklich einen sehr großen Gefallen tun wollten. Es gibt ja auch Leute, die suchen noch nach Vorsätzen, die man auch erfüllen kann. Oft gibt man sich ja so Vorsätze, die auch so ein bisschen schwierig sind, somit ich mache jetzt jeden Tag Sport. Das ist auch schwierig, das erstmal zu versprechen, weil man muss es ja auch erstmal einhalten. Das ist ja auch nicht schnell erfüllt. Aber es gibt einen sehr schnell erfüllten Vorsatz, nämlich überlegt euch doch mal eine Person in eurem Leben, die unseren Podcast vielleicht gern hören würde. Das ist auch sehr unangenehm. Und empfiehlt uns gerne weiter. Nein, wenn ihr Lust habt, macht das natürlich, aber es ist auch. Genau, vielleicht kennt ihr ja eine Folge von uns, wo ihr denkt, das würde doch meinem Geschwister gefallen oder so. Und dann, Geschwister. Ja, aber ich wollte halt alle Möglichkeiten zulassen. Und dann könnt ihr dieser Person das dann zuschicken. Mhm. Genau, nee, aber eigentlich machen wir ungern so hier Hit das That Like. Jetzt, ist mir auch jetzt schon ein bisschen unangenehm. Hit direkt. That Like-Button, abonniert uns. Nein, aber einmal kann man es genau, einmal am Jahr, einmal im Jahr darf man das vielleicht mal und machen. Weil wir wirklich uns über jede und jeden Einzelnen von euch freuen, die uns zuhört und mit uns interagiert. Ja, genau, das ist ja auch der Grund. Ja. Ja. Ansonsten wünschen wir euch dann noch einen guten Rutsch. Ja. Und wir sehen uns, hören uns vielleicht eher. Ne? Wir hören uns vielleicht im neuen Jahr, wenn ihr Lust habt zumindest. Und ja. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.